ehrlich gesagt bizarr, was da gerade passiert. In der Tat. Nicht bei allen Menschen, aber ich finde schon bizarr, dass ein Kritiker, der kritisiert wird, einen Shitstorm auslöst. Das habe ich nicht getan. Ja, ich habe an keiner Stelle zu einem Shitstorm aufgerufen. Und wenn jetzt dieses Twitch-Interview nicht gewesen wäre, hätten wir auch heute das hier nicht gemacht, logischerweise. Ja. Hallo, liebe Leute, hier auf YouTube zu einem neuen betreuten Gucken. Und heute eine Premiere. Zum ersten Mal mache ich es nicht alleine, sondern Olli ist noch dabei. Hi. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du dabei bist. Vielen Dank, weil es geht um ein Thema, ja, das leider etwas unangenehm ist. Weil es geht nicht einfach nur darum, irgendwelche Dinge aus dem Netz zu kommentieren, sondern es geht um uns selber. Es geht um unseren Sender. Und es geht darum, dass ein ganz bestimmter Mensch seit ungefähr einer Woche oder noch etwas mehr meint, dauerhaft gegen uns schießen zu müssen. Das besonders Pikante und Unangenehme dabei ist, dass dieser Mensch selber 3 Jahre lang bei uns tätig war. Ja, sogar 4, ne? Oder sogar 2014, 2018. Ja, ungefähr. Und er hat mit seiner Frau zusammen bei uns eine Sendung gemacht, die hieß Huxilla TV. Es waren 100 Folgen. Und dieser Mensch, das ist Alexander Waschkau. Und er hat es offensichtlich, ja, aus welchen Gründen auch immer, sich zum Ziel gesetzt, uns gegen uns zu schießen. Und man kann fast schon davon reden, dass es so eine Art versuchter Rufmord ist. So ist es zumindest mittlerweile mein Gefühl. Also zumindest will er dem Ruf von Massengeschmack eindeutig schaden. Und es kommt auch deshalb überraschend, weil bislang ja irgendwie, es gab ja nie Probleme zwischen euch, ne? Überhaupt nicht. Es gab einmal, glaube ich, ein kleines Missverständnis bei der Kommunikation der Beendigung der Sendung Huxilla TV, weil du dich ja etwas unglücklich ausgedrückt hast, aber das hattet ihr ja ausgeräumt, das hattest du damals auch gesagt. Ja, und das gilt ja auch als ausgeräumt. Ne? Ja, ich hatte ein Newsletter verschickt damals, wo ich geschrieben hatte, wir waren uns darin einig, dass die Sendung langsam, dass es auserzählt ist, nach 100 Folgen, und das fanden die irgendwie nicht so richtig passend oder nicht richtig formuliert. Es ist nach wie vor meine Meinung, dass das Format auserzählt war. Aber gut, natürlich hätte ich vielleicht mit denen nochmal die genaue Formulierung besprechen müssen. Ja. Das ist aber eine Kleinigkeit, die habe ich sofort richtig gestellt. Also das kann es ja nun wirklich nicht sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Zumal, wenn ein Format auserzählt ist und die Macher dann selbst von sich aus neue Projekte anstreben, dagegen ist ja auch nichts, das ist ja auch nichts Ehrwürdiges. Ja, keine Ahnung, was genau das Problem ist. Ihren Podcast, den machen sie ja immer noch, den haben sie vorher schon gemacht und den machen sie auch nach wie vor. Es sind, glaube ich, weit über 200 Folgen und es gab eben 100 Folgen lang auch mal Huxilla TV. So, ich muss jetzt die absolute Kurzversion dessen, was bisher passiert ist, damit diejenigen, die unter euch noch gar nicht wissen, was eigentlich das Thema ist, kurz nacherzählt. Es ist so, dass ungefähr um Pfingsten herum ein Zuschauer oder ein Zuhörer von Huxilla über Twitter gefragt hat, sag mal Huxilla, habt ihr schon mal was über die Bundeslade gemacht, über das Thema die Bundeslade? Das ist ja so eine Sendung, da geht es ja um Verschwörungstheorien und mystische Dinge und so weiter. Ne? Bundeslade, da waren ja die 10 Gebote drin, ne? Genau, ja. Und dann kam die Antwort von Huxilla über Twitter, ja, das war in Huxilla TV, das befindet sich aber hinter einer Paywall. Also kein Hinweis darauf, dass es auf Massengeschmack TV diese Sendung zu sehen gibt und kein Link und gar nichts. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden und Leute haben mich gefragt, was ist denn da los? Wieso nennen denn die euren Sender nicht? Habt ihr Streit gehabt oder irgendwas? Ich sage, ich weiß von nichts, keine Ahnung, eigentlich nicht. Und dann habe ich als Antwort unter dem Massengeschmack-Twitter-Account geschrieben, wäre ja respektvoll gewesen, den Sender auch mal zu verlinken, aber ich helfe gerne, also habe ich dann den Link gesetzt. So. Und dann kam tatsächlich von denen wiederum auf Twitter die Antwort, wir verlinken nicht auf einen Sender oder auf ein Portal, das Antisemiten und Verschwörungsideologen eine Bühne bietet. Also so ungefähr, als wenn wir so auf einer Ebene mit Nuviso TV oder so, oder solchen abgedrehten Schwuppler-Sendern oder irgend sowas sind.
Und ich habe gedacht, ich falle vom Hocker, wie ich das sehe. Und dachte, das kann er jetzt nicht, ich habe mich verlesen oder ist das vielleicht ein Missverständnis oder irgendwas? Ja, vor allem ist auch, das ist auch deshalb so ein Schock gewesen quasi. Also das kam ja so aus dem Nichts heraus für dich. Ja. Weil der letzte Kontakt, glaube ich, war, dass ihr euch hier im Massengeschmackforum geschrieben habt im Dezember 2020. Da hast du denen viel Glück für ihr neues Projekt gewünscht. Genau. Alexander hat sich freundlich bedankt. Ja, genau. Und daraus konnte man zumindest als neutraler Leser ja gar nichts rauslesen, dass es da irgendein zwischenmenschliches Problem gäbe. Genau. So, es gab dann einen weiteren Twitter-Verlauf. Da haben sich natürlich andere auch eingeschaltet. Das haben ja sofort alle mitbekommen. Und die Frage ist, was meint er denn genau? Und dann hat er schließlich einen Screenshot aus unserem Kalender gepostet und eine Ankündigung für unsere Veto-Folge, die jetzt erst am Dienstag erscheint. Die hat noch keiner gesehen, weil sie noch gar nicht veröffentlicht ist. Denn ich habe am Dienstag in Veto Ken Jebsen zu Gast. Dass das natürlich eine umstrittene Persönlichkeit ist, das steht für mich außer Frage. Und mir ist auch bewusst, dass das natürlich anspruchsvoll ist, eine solche Sendung zu machen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich mit Ken Jebsen bereits im Dezember in einer gemeinsamen Talkshow war, mit zwei anderen noch dabei, mit Gunnar Kaiser unter anderem. Und in dieser Talkshow haben wir öffentlich miteinander verabredet, dass wir unser Gespräch nochmal fortsetzen. Und ich bin auch immer wieder gefragt worden seitdem in den letzten Monaten andauernd von Zuschauern, wann ist es denn endlich soweit? Kommt der nochmal? Jetzt haben wir uns hier gerade... Na, machen wir gleich. Kommt der nochmal? Wir sind so gespannt darauf. Wir würden das gern sehen. Und da habe ich gedacht, na gut, warum auch nicht? Ich habe im Fair Talk schon ganz gut gezeigt, dass ich dem ganz gut Kontra geben kann. Der ist ja rhetorisch sehr gut, muss man ja sagen. Der ist ja mit allen Wassern gewaschen. Aber ich habe jedenfalls gedacht, ich traue mir das zu und ich mache das. Ich führe mit dem ein kritisches Interview. Also rhetorisch gut drauf sind Verschwörungstheoretiker, die viele Leute hinter sich scharen, natürlich immer. Sonst würden die sich ja nicht diesen Status erarbeiten können. Ne? Also diese Follower. Du meinst diese Verführerqualitäten? Ja, genau. Also du brauchst ja gewisse rhetorische Fähigkeit, um überhaupt eine relevante Zahl an Followern auch zu kriegen, ne? Logischerweise. Naja, klar, genau. So, wie es jetzt genau darum geht, darauf werden wir gleich noch im Detail kommen, weil wir hören das ja gleich an, was da folgt. Erstmal die Kurzform. Unser Forum hat das natürlich auch sofort mitbekommen und das ist sofort bei uns im Forum unseres Senders zum Thema geworden. Und natürlich haben wir Zuschauer, die tendenziell dann auch netterweise und dankenswerterweise auch solidarisch mit mir sind und hinter mir stehen. Und auch hinter dem stehen, was wir tun. Und es gab ja vorher schon einen Thread, wo ich dazu aufgerufen habe, Fragen an Ken Jebsen zu stellen. Ich habe das ja extra vorgemacht und da haben ganz viele geschrieben, Mensch, toll, dass der kommt. Wir sind so gespannt darauf. Wir freuen uns auf die Sendung. Super, dass du den einlädst. Das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von dir, ne? dass du wirklich mit solchen Leuten auch sprichst und solche Leute dann auch kritisch anfasst, ne? Ja, und es ist vor allem in unserer Community auch relativ unumstritten. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt wie so ein Irrer alleine durchs Netz geistere und sage, ich werde jetzt Ken Jebsen interviewen, obwohl alle Leute mich davor warnen. Sondern es gibt ganz viele, die darauf hochgespannt sind, auf dieses Interview. Gut, die Huxillas haben eine andere Meinung dazu. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Natürlich, jeder darf seine Meinung haben. Wie gesagt, die Formulierung Antisemiten und Verschwörungsideologen eine Bühne bieten, ist auf mehreren Ebenen Unsinn. Ich biete niemandem eine Bühne, sondern ich führe journalistisch-kritische Interviews. Und das ist ein großer Unterschied. Und dass er ein Verschwörungsideologe ist, steht außer Frage. Das kann man auch ganz klar sagen. Was den Antisemiten angeht, ist das eine sehr schwierige Sache, weil wenn man sich da mal ein bisschen einliest, sind die Belege, die es da angeblich gibt, eigentlich relativ dünn. Man muss auch bei Ken Jebsen wissen, hat selber, nach eigenen Angaben zumindest, auch jüdische Vorfahren. Und er hat auch schon Interviews geführt mit Holocaust-Überlebenden. Zum Beispiel diesen Hitlerjunge Salomon, wo es gibt ja auch eine Verfilmung davon. Der kann man sich auf KenFM angucken. Insofern, wenn man journalistisch sauber ist, dann sollte man auch hier eben sauber sein, auch wenn es sich um eine Person handelt, die höchst umstritten ist. Aber jetzt noch mehr Müll obendrauf kippen als nötig, muss ja nur auch nicht sein. Ne? Ja. Also insofern ist das auf ganz vielen Ebenen ein sehr, sehr schwieriger Tweet gewesen. Also, Forum hat sich dann geäußert, es ging natürlich los, was ist denn mit Huxillas los und so weiter und so fort.
Und der Alexander war dann offenbar so genervt davon und meldete sich dann kurz zu Wort. Und alles, was er da schrieb, war, ist mal gut jetzt. So, mehr war das nicht. So. Ja, ich habe Besseres zu tun. Ich habe Besseres zu tun, genau. So. Er hat dann noch den Drosten hat er zitiert, weil der das mal getwittert hat. Ja. So, dann ging es natürlich wieder weiter, weil dann hat er die Leute erst recht angestachelt, nach dem Motto, ja, dann nimm mal richtig Stellung dazu. Was soll so eine kurze Aussage? Ja, nichts zu der Sache zu sagen, ist natürlich, sondern einfach nur zu sagen, hört auf, mich zu kritisieren. Ja, genau. Ja. Und nach dem Motto, es ist unsere Sache, wann wir damit aufhören, hast du nichts zu bestimmen. Also da hat er sich noch mehr ins Abseits gebracht in der Community. So, und dann habe ich mittwochabends MG direkt gemacht. Ich habe mich dann dazu auch natürlich schon mal geäußert. Das ist unsere, hinter der Paywall, unsere Sendung, wo Zuschauer und Zuschauerinnen halt Fragen stellen können und ich auf Sachen eingehe. Natürlich war das dann auch ein Thema. Donnerstagvormittag kommt eine Pressemitteilung. Eine Pressemitteilung heraus von Huxilla, die für Menschen, die überhaupt nicht wissen, worum es geht, völlig unverständlich im Grunde ist. Es ist völlig irre. Ich kann die mal kurz vorlesen, damit jeder weiß. So, Pressemitteilung Massengeschmack. Hamburg, 27. Mai. Eine kürzliche Diskussion in den sozialen Medien zum ehemaligen Geschäftsverhältnis zwischen Huxilla und dem Portal Massengeschmack möchten wir zum Anlass nehmen, um Folgendes grundsätzlich darzustellen. Erstens. Wir haben zwischen 2014 und 2018 in eigenverantwortlicher redaktioneller Tätigkeit Huxilla TV als Auftragsarbeit für das Portal Massengeschmack produziert. Das Geschäftsverhältnis besteht inzwischen nicht mehr. Das ist eigentlich eine nicht saubere Formulierung, weil produziert haben wir es selber. Also das ist nicht richtig. Das ist hier im Studio mit eigenen Mitteln produziert worden. Es ist im Auftrag von Massengeschmack TV ist diese Sendung von denen gemacht worden, ja. Aber gut, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Zweitens, Huxilla distanziert sich klar von Teilen des aktuellen Angebots auf dem Portal Massengeschmack. Drittens, drei Tweets des Accounts Huxilla wurden zwischenzeitlich aus eigenem Antrieb ohne jegliche juristische Einflussnahme irgendeiner Partei gelöscht. Viertens, aus unserer Sicht besteht keinerlei Klärungsbedarf mit den Verantwortlichen. Das ist hochinteressant. Ja. Ne? Und fünftens, das ist jetzt wird's noch interessanter, weitere öffentliche Stellungnahmen bzw. Äußerungen zu diesem Thema wird es unsererseits nicht geben. Also mir gefällt am besten der zweite Teil. Huxilla distanziert sich klar von Teilen des aktuellen Angebots. Also er distanziert sich klar, aber sagt dann nicht, von was er sich distanziert. Ja, von irgendwas. Also, genau. Das ist in etwa so eine Aussage wie, ich distanziere mich klar von einigen Politikern auf diesem Planeten. Ja. Ich sage nicht, von welchen Politikern, ich sage nicht, warum, aber von denen distanziere ich mich klar. Also das ist doch ein Paradoxon. Es ist eine absurde Pressemitteilung. Ja. Sie wirkt auch irgendwie nicht professionell, aber gut, wie auch immer. Hat natürlich auch keinen interessiert. Bei uns im Forum haben sie ja sich drüber lustig gemacht, haben dann wunderbare Gags draus gemacht. CNN Breaking News. Huxilla distanziert sich vom Massengeschmack. Netanyahu beendet Luftschläge gegen Palästinenser. Es gibt jetzt Wichtigeres auf der Welt. Ja. Und so weiter. Also es war großartig. Ich habe sehr gelacht. So, aber interessant ist ja nun Punkt 5. Weitere öffentliche Stellungnahmen wird es unsererseits nicht geben. Schreibt Herr Alexander Waschkau um nur einen Tag später auf Twitch in einem Livestream, nämlich von Wild Mikes. Das ist ein Podcast, an dem er auch beteiligt ist. In aller Ausführlichkeit zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Ich glaube, eine halbe Stunde hat er geredet. Das werden wir gleich sehen. Und da diesen Stream schon mehrere tausend Leute mittlerweile gesehen haben und viele Leute dabei sind, die uns überhaupt nicht kennen, die gar nicht wissen, worum es genau geht, die jetzt nur irgendwie aufschnappen, Massengeschmack TV, Antisemitismus und so was in die Richtung, ja. Das ist für mich Rufmord, der hier begangen wird. Und deswegen wollen wir uns dieses Video, diese Sequenz, der Stream geht 4 Stunden, es geht nur um die Sequenz, wo Alexander zugeschaltet ist, jetzt mal gemeinsam anschauen, weil ich glaube, es ist wichtig, hier nochmal einiges dazu zu sagen. Weil, um auch hier nochmal unsererseits klar zu sagen, unser Sender gibt nicht irgendwelchen Leuten eine Bühne, sondern wenn umstrittene Leute eingeladen werden, was schon mehrmals der Fall war, dann werden diese in kritischen Interviews journalistisch befragt. Und das ist ein großer Unterschied. Das will ich nochmal an dieser Stelle sagen, damit das auch nochmal deutlich wird. Ich meine, Herr
Waschkau distanziert sich auch nicht vom ZDF, wenn sie Herrn Höcke interviewt haben. Das hat man ja auch noch nicht gehört. Von Teilen des Angebots des ZDF, ohne ja, weil sie Herrn Höcke glaube, interviewt wenn, haben. Ich glaube, wenn sie zu Markus Lanz oder sonst wohin eingeladen würden, würden sie da sofort hingehen und würden nicht sagen, liebes ZDF, wir kommen zu euch nicht. Ihr habt schon mal, in Markus Lanz war schon mal Alice Weidel zu Gast und Herr Gauland, da gehen wir natürlich nicht hin. Ne? Ja. So, das muss ich mal hier, sonst das Passwort ich nicht sehen kann. Ne? Na gut, ist gut, das ist unser interner Computer, aber zack, zack. So, dann fangen wir doch mal einfach an und werden zwischendurch immer wieder mal stoppen, wenn es was dazu zu sagen gibt. Bitteschön. Kannst du deinen eigenen Namen vielleicht nicht schreiben? So, ich weiß nicht, wer das ist. Dass hier nicht jeder reinkommt. Ich kenne ihn auch nicht. Alexander, warte mal, ich binde dich noch kurz bei uns in die OBS. Die beiden, die da, ich kenne die beiden ja sowieso nicht, zunächst zu sehen waren, die beiden, die Sendung gemacht haben. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich habe nur Wild Mikes mal gehört, dass da irgendwie Tommy Krapp weiß und die Huxillas da irgendwie was machen. Auch Adam Wolke scheint schon ein paar Mal dabei gewesen zu sein, aber sonst weiß ich nicht, worum es da inhaltlich geht. Ja, bei mir ist das aber so, ich bin ja auch gar nicht in diesem Mediengeschäft. Ja, klar, du noch weniger als ich, das ist richtig, ja. Dich auch sehen und hören können. Und dann kannst du lostackern. Ich kann dir schon mal so hinter den Kulissen sagen, ich habe mich mit dem Thema gar noch nicht wirklich befasst. Ich habe nur gestern den einen Namen gehört und gelesen und dann habe ich 2 Minuten mich reingelesen und dachte, ich muss ganz schnell los. So, und dann, das ist mein Stand. Alexander. Und dann hole ich dich auch schnell ab, Alexander, und dann darfst du. Dann hören wir dir zu. Steffen war bis gerade gar nicht da, der ist gerade erst hier reingestolpert und lief das Thema eine gute Stunde. Gefühlt war vor einer guten Stunde jemand da und hat mich gefragt im Chat, darf man das Thema Ken Jebsen und Massengeschmack TV ansprechen? Hab gesagt, kannst du gerne tun, wirst du nicht viele Informationen von mir bekommen. Und dann habe ich mich aber ein bisschen drauf eingelassen und habe kurz meinen Standpunkt erklärt, den würde ich dir jetzt auch sagen und dann darfst du. Ich habe gesagt, dass ich, dass wir als Wild Mikes das auch entschieden haben, dass wir solchen Leuten wie Ken Jebsen niemals eine Plattform geben würden und ich mich davon auch distanziere, auch vor allen Dingen, was dieser Mann da von sich gibt und ich auch einfach schwierig finde, mit so einem Menschen zu kommunizieren, weil das ist gar nicht mehr möglich. Und ich habe dann in diesem Zusammenhang auch gesagt, und wenn Massengeschmack TV, wenn ein Sender das wirklich tut, würde ich persönlich mich davon distanzieren und ich würde persönlich, es geht um meine persönliche Meinung, dazu auch jedem raten. Damit beginnt schon meiner Meinung nach auch eine Unverschämtheit. Ne? Also ich meine, der erste Teil, den kann man natürlich unterschreiben, wie er persönlich mit Herrn Jebsen umgehen würde, beziehungsweise nicht mit ihm umgehen würde, das ist natürlich ganz allein seine eigene Arbeit und das kann er sich so für sich entscheiden, wie er lustig ist. Ja klar, natürlich. Ne? Ich finde, es geht schon so los, dass er anderen empfiehlt, es genauso zu tun wie er. Ich finde, da geht schon die Überheblichkeit los, dass er sagt, also andere sollten es ihm gleich tun. Aber dass er dann sagt, dass er dich dafür verurteilt, ohne dich zu kennen, ohne dein Portal zu kennen, verurteilt er dich. Und auch ohne zu wissen, wie dieses Interview abgelaufen ist. Das weiß noch niemand außer mir und Ken Jebsen. Er behauptet einfach, das sagt er ja gleich 2-3 Mal, das kommt ja noch, dass er sagt, du hättest ihm eine Bühne geboten. Er kennt doch nicht mal das Interview, er weiß noch nicht mal, wie du es geführt hast. Du hast ja ein kritisches Interview geführt. Ja. Und er behauptet aber 2-3 Mal, nö, du hast ihm eine Bühne geboten und du bist deshalb ganz schlecht und er kann nur jedem raten, also er kann sich nur von dir distanzieren und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das auch zu tun. Das ist eine Frechheit, das ist so eine Überheblichkeit. Ich möchte auch nochmal Folgendes auch zu bedenken geben, wenn ich immer dieses höre, eine Bühne bieten, eine Plattform bieten. Ken Jebsen hat zwar keinen YouTube-Kanal mehr, der ist ihm von YouTube gesperrt worden, aber er hat natürlich nach wie vor eine wahnsinnig große Community und er findet auf YouTube auch insofern immer noch statt, dass er dauernd interviewt wird von irgendwelchen sogenannten alternativen Medien. Also der Ralf Ludwig oder andere, die ihn interviewen. Und alle diese alternativen Medien, die ja immer ach so kritisch sein wollen angeblich, führen Gefälligkeitsinterviews mit Ken Jebsen. Die stellen ihm überhaupt keine kritischen Fragen. Dort wird ihm wirklich eine Bühne geboten. Und das sind Interviews auf YouTube, die haben locker 5, wenn nicht sogar deutlich 6-stellige Abrufzahlen. Also werden richtig stark geguckt.
da frage ich mich wirklich mal ganz ernsthaft, und es ist eine wirklich, und ich bitte, das mal aus der Warte zu betrachten, ist es denn nicht dann vielleicht gut, wenn es mal ein Interview mit Ken Jebsen gibt, das wirklich mal auch versucht, kritisch ihn hinterfragen und kritisch seine Thesen zu hinterfragen und versucht, ja, hier auch wirklich mal ihn nicht einfach so davonkommen zu lassen mit seinen ganzen Thesen. Das Internet ist voll mit Gefälligkeitsinterviews mit ihm. Deswegen sage ich, diejenigen, die meinen, man solle mit ihm nicht sprechen, man solle ihm ganz diesen Leuten überlassen, die bieten ihm doch eine Bühne. Ganz genau. Also es ist ja so, dass das die Leute ja verhindern, dass er kritisch befragt wird. So. Und diese Leute verhindern dann auch, dass er auch entlarvt wird sozusagen. Ja, genau. Na, sie glauben ja, dass sie ihn damit klein machen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Absolut. Weil er immer wieder bei seiner Community sagen kann, seht ihr Leute, es traut sich ja keiner, mich zu befragen. Die wissen alle, dass ich recht habe. So. Und er findet eben auf YouTube auch sehr stark statt, auch wenn er keinen eigenen Kanal hat, wie gesagt. Also ich kann den Herrn verstehen, da oben rechts mit dem Cappy. Ich kann den Herrn verstehen, wenn er wenigstens ehrlich sagen würde, ich traue mir das rhetorisch nicht zu, mich dem zu stellen. Genau. Das sollte jemand machen, der sich das zutraut. Ich traue mir nicht zu, dass ich schlagfertig genug bin, im richtigen Moment das richtige Timing für die Gegenargumente zu finden. Dann würde ich sagen, Respekt, dass du das für dich so erkannt hast, dass du da ein paar Defizite hast und dass du es anderen zutraust. Ne? Mhm. Aber so, daraus so eine moralische Überheblichkeit zu stricken, ich bin der Gute, der einzig und allein weiß, was richtig ist, was der richtige Wertekompass ist, und jeder andere, der anders handelt und der ein Interview mit dem macht, der ist böse, egal ob das Interview kritisch ist oder nicht. Also das ist so eine, das ist so eine zum Himmel schreiende Arroganz und Selbstgefälligkeit. Also, gut, wir schauen erstmal weiter. Wir werden noch an zig Stellen auf dieses Thema wiederkommen. Insofern. Jetzt wollen wir erstmal anfangen damit überhaupt. Das habe ich gesagt. Das ist bei dem einen oder anderen nicht so gut angekommen, dass ich das so empfehle. Ach was, Mensch. Vielleicht ist das auch sehr forsch und hart von mir. Vielleicht verbessere ich das auch. Weiß ich nicht. Aber also wenn ich Leute erreichen... Dafür braucht man ja Selbstreflexion. Aber wir kennen ihn nicht. Wir wollen ihn jetzt nicht zu sehr verurteilen. Nein, aber ich meine, wenn man sich da gegenseitig selbst bestätigt... Ne, Ich finde es in der Tat, wenn er gar nicht weiß, worum es geht, solche Aussage zu machen, finde ich auch befremdlich. Ja, dann sollte er sich erst informieren oder sich nicht äußern. Ja. Ne? Das ist ja... zeugen können, aber vom aktuellen Punkt jetzt... Es ist auch vor allem auch, das sind keine Journalisten, aber es ist auch natürlich unjournalistisch, wenn ich jemanden zu einem Interview, zu einem Thema lade und ich sage schon vorher, wie meine Meinung ist. Das ist ja für den Befrager schon mal eigentlich eine Defensive. Ja. Weil ich muss ja, die hängen alle zusammen, das ist ja gemeinsam Podcast, insofern kann man nicht erwarten, dass das jetzt ein kritisches Interview mit ich sehe so, dass ich da drei mehr oder weniger Freunde oder Bekannte austauschen. Ne? Aber so würde ich zum Beispiel nicht arbeiten. Ne? Mhm. Das ist, um das auch mal klar zu sagen. Es ist halt auch eine andere Form der Unterhaltung. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ne? Ja. Die sie da. Gerade würde ich sagen, ich würde mich davon distanzieren und würde auch jedem dazu raten. So viel dazu von mir. Und jetzt darfst du, weil du hast ja mehr oder weniger da Kontakte gehabt oder stehst vielleicht mit diesem Sender, das wird nämlich gefragt im Chat, im direkten Zusammenhang, wie geht ihr damit um? The stage is yours. Alexander, bitte. Ja, ich habe nichts zu sagen. Wir haben gestern eine Pressemitteilung veröffentlicht, der wir ja eigentlich nichts hinzuzufügen haben. Das wäre jetzt eigentlich das, was ich... Ich habe sie noch nicht gelesen, Alexander. Was ich sagen würde, aber wir können das gerne mal durchgehen. Zunächst mal würde ich sagen, ich stimme im Kern dem, was du sagst, zu. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Das ist sehr schön. Ach so. Aber wir können das mal ein bisschen ausklamüsern. Was ist denn der Sachverhalt? Also, was haben wir gestern in einer Pressemitteilung mitgeteilt, weil ich es müde war, auf allen möglichen Social-Media-Kanälen erreicht zu werden? Man kann, wenn man Vergnügen daran hat, man sollte aber einen stabilen Magen haben, sich auch dieses benannte Portal, das hat ein Forum, das kann jeder lesen, da darf aber nicht jeder drin schreiben. Das ist ja eine Unverschämtheit, oder? Findest du das nicht? Einen stabilen Magen. Also wir sind zum Kotzen, oder was? Ja, ja. Was soll das? Was die Zuschauer schreiben. Das zeigt, wie kritikfähig er ist. Es ist ja keiner ausfallend geworden. Es ist keiner beleidigend geworden. Es hat keiner irgendwelche strafbewährten Äußerungen von sich gegeben. Er hat einfach nur Gegenwind bekommen wegen seines Tweets auf Twitter. Und ich meine, wenn er einen stabilen Magen braucht, weil er kritisch hinterfragt wird. Gut. Gut, ja.
gibt's einen Thread, den man sehr gut finden kann, was ich sehr gut finde. Der wird gerade sehr belebt, weil da ausführlich im Grunde am Anfang über Huxilla die Serie gesprochen wird und dann ändert sich das, aber ich finde immer gut, wenn für Huxilla die Serie Werbung gemacht wird. Dann kann man sich das durchlesen und kann sich eine eigene Meinung darüber bilden, wo die Unruhe überhaupt herkommt. Ja. Und ich kann jetzt mal einfach kurz nochmal, wir können ja die Pressemitteilung mal durchgehen. Also, was ist denn eigentlich Sachverhalt? Sachverhalt ist, dass Huxilla in den Jahren 2014 bis 2018 im Rahmen einer Auftragsarbeit ein Journal namens Huxilla TV redaktionell in eigener Verantwortung produziert hat. Natürlich in den Räumlichkeiten von Massengeschmack und in Kooperation mit Massengeschmack. Die redaktionelle inhaltliche Verantwortung lag dabei ausschließlich bei uns. Was nicht heißt, dass es nicht Vorschläge hätte geben können und auch gab zu Themen, die, wenn wir sie gut gefunden haben, auch übernommen haben. Aber für das Format per se waren wir verantwortlich. Dann sind wir 2018 aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen, von denen eine auch Arbeitsbelastung war, Veränderungen im Leben und andere Dinge, mit Folge 100 ausgestiegen. Das war so im September, wenn ich das so richtig überblicke, des Jahres 2018. Die Entscheidung dazu wurde getroffen im Mai 2018, das Projekt zu beenden mit der klaren Ansage, wir machen 100 Folgen voll. Das ist eine schöne runde Zahl. Man muss sagen, es hat nie, das habe ich nicht in der Pressemitteilung geschrieben, kann es aber mal erwähnen, es hat nie eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Alsterfilm GmbH, die der Betreiber der Massengeschmack ist, und uns gegeben. Es war ein Geschäft, wie ähnlich wie wir das hier auch machen, das per Handschlag in echt oder virtuell und einem tiefen Blick in den Augen passiert und da wird sich Absprachen gehalten. Ja. Es gab auch Absprachen, die ganz klar gesagt haben, dass welche Sprachregelung zum Ausstieg gefunden wurde. Auch da gab es schon mal schon Verwirrungen. Auch das kann man, wenn man da Interesse hat, das lohnt sich aber nicht, das Nachrecherchieren. Und dann sind wir da auseinandergegangen. Danach war es so, auch das sind wir gefragt worden, dass die Rechte im eigentlichen Sinne, nochmal, es gibt nichts Schriftliches, aber die Vereinbarung lautete, die 100 Episoden Huxilla TV, Bild und Ton verbleiben bei dem Portal. Theoretisch hätten wir auf Anfrage, auf Absprache da auch Sachen von benutzen können. Das war klar. Was ganz klar war, dass die Audiospuren von uns, wenn gewünscht, im Podcast recycelt werden können im Rahmen einer Zweitverwertung, wenn wir das möchten. Das war das Agreement, da sind wir rausgegangen. Vielleicht auch noch erwähnenswert, wir verdienen keinen einzigen Cent an diesen 100 Episoden, die bei dem Portal eingestellt sind. Also das ist so, es gibt keine Tantiemen oder etwas in der Richtung. Ja, ist vielleicht, als wenn er umsonst gearbeitet hat. Natürlich wurde nach jeder Sendung eine Rechnung gestellt und sie haben ein Honorar gezahlt bekommen, das mit ihnen gemeinsam zu Beginn der Zusammenarbeit natürlich vereinbart wurde und mit dem beide auch sehr zufrieden waren. Also, dass hier nicht jetzt der Eindruck entsteht, wir hätten denen kein Geld gezahlt. Es gab für jede einzelne Folge ein Honorar, für das die Huxillas, die Waschkaus, eine Rechnung geschrieben haben. Und damit ist das Geschäftsverhältnis beendet. So, das ist vielleicht mal zu den Rahmendaten. Was vielleicht, glaube ich, in den Menschen, die große Fans von Massengeschmack sind, und da gibt es ja eine ganze Reihe von, vielleicht immer falsch interpretiert wird, ist, dass man, wenn man zusammenarbeitet, automatisch beste Freunde ist. Das ist nicht so. Manchmal ist man auch nur Geschäftspartner, das muss man auch ganz klar sagen. Und die Zusammenarbeit bestand im Wesentlichen darin, dass wir einmal im Monat ins Studio gegangen sind, zwei Folgen am Stück. Das ist nicht ungewöhnlich, dass man sowas macht, produziert und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. So, im Wesentlichen. Neben anderen kleineren Dingen. Aber doch es war jetzt Forum. Nicht so, dass wir... Im Chat schreibt bei denen einer, ihr habt kein Geld für die Sendung bekommen, weil genau der Eindruck entstanden ist. Ja, siehst du, da ja genau, Chat, genau. Ne? Das siehst du, genau so, solche Formulierungen, ne? die führen dann zu Missverständnissen. Also natürlich haben die ein Honorar gezahlt bekommen, ist nochmal klar zu sagen. Das, was er jetzt da gerade sagte, ich weiß nicht, was er genau damit jetzt sagen will. Also es ist ihm sogar peinlich, wenn er mit mir irgendwie außerhalb der Firma auch zu tun gehabt hätte oder was. Oder es ist... Also ich bin so scheiße, also er kann Mensch und Gesinnung nicht trennen oder wie hast du das? Weil ich, man muss ja dazu sagen, ich bin ja mehrmals bei denen auf dem Geburtstag gewesen. Die haben ja im Dezember Geburtstag, machen immer gemeinsam eine große Geburtstagsfeier, weil sie beide sehr nah
aneinander Geburtstag haben. Da bin ich ja mehrmals gewesen. Also eingeladen zum Geburtstag haben sie mich schon. Aber in der Tat, Freunde in dem Sinne sind wir nie gewesen. Das ist richtig. Ja, muss man ja auch nicht. Man muss ja nicht mit jedem befreundet sein. Das sagt er schon richtig, das ist klar. Ja, aber was will er denn damit aussagen? Das ist ja mal die Frage. Warum betont er das jetzt so? Ich glaube, damit will er sagen, es hat nie ein freundschaftliches Verhältnis in dem Sinne gegeben. Nö. Es war ein geschäftliches Verhältnis. Damit will er wohl den Eindruck, also so verstehe ich das, dass er das relativieren will. Leute, hier sind keine Freunde, die sich zerstritten haben. Ach so, gut. Okay. Das will er wohl damit sagen. Also, denke ich, ist meine Interpretation. Also er meint ja auch jetzt speziell mich, ne? Oder weil er ist ja mit anderen aus dem Portal, ist er ja bis heute teilweise befreundet. Das sagt er doch gleich noch. Ne? Ach so, okay, gut. Ja. Dann erstmal weiter gucken. Die Schaft dieses Unternehmens, das wird ja auch immer geglaubt, dass da alle ganz Tag in einem Gebäude sitzen. Das ist ja gar nicht so zusammensitzt, sondern das ist halt, wenn die Sendung X aufgezeichnet wurde, waren die Leute in den Räumlichkeiten, die Sendung X aufgezeichnet haben und ansonsten nicht. Auch das muss man mal, also das sind so Illusionen natürlich, die Menschen haben, die will ich ihnen auch nicht nehmen, aber man muss es vielleicht mal auch beschreiben, also wie da die Form der Dinge war. Was nicht heißt, dass bis heute zum Teil auch sehr intensive Freundschaften verbleiben. Okay. Das ist so. Also natürlich freundet man sich mit einigen Menschen an, mit anderen Menschen nicht und man hat auch Kontakt und daran gibt es ja auch nichts Verwerfliches. Und interessant ist an der Gelegenheit einfach nur die Tatsache, ich habe dann irgendwann ein Foto mal gepostet in den vergangenen Tagen, was sehr heiß diskutiert worden ist. Ich kann das hier vielleicht mal aufklären. Wir haben den Geburtstag eines ehemaligen Massengeschmacksmitarbeiters nachgefeiert. Das weiß wahrscheinlich keiner mehr, dass der Geburtstag hatte, aber wir wussten das sehr wohl, weil wir befreundet sind und haben natürlich pandemiekonform, weil wir uns nicht sehen konnten, das an einem Freitagabend, wie das alte Männer machen, uns getroffen. Also tatsächlich werden hier gerade unten Chatnachrichten eingeblendet, wo die Leute sich alle plötzlich darüber aufregen. Dass du Geld kassierst von Abonnenten. Und ich denen nichts gezahlt habe. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, ob er das absichtlich gemacht hat oder ob er das nicht, oder ob das jetzt wirklich ein Versehen war. Das ist jedenfalls... Ja, also man könnte es im schlechtesten Fall als eine Boshaftigkeit sehen oder im besten Fall ihm zugunsten sagen, okay, er hat sich da ungeschickt formuliert, ungeschickt mag ja sein, aber... Warum sollte ich ihm Tantiemen zahlen, für was? Also es gab für die Ausstrahlung gab es ein Honorar und damit ist die Sache abgegolten. Ja, das wäre in etwa so, wie wenn ich einen Fall bearbeite als Jurist. Und nachdem die Tätigkeit da beendet ist, geht der Fall noch weiter. Und wenn der Fall abgeschlossen ist, will ich noch ein Erfolgshonorar hinterhergezahlt kriegen, weil der Fall jetzt abgeschlossen ist. Ich bin doch schon gezahlt worden mit dem Gehalt. Ja, eben. Ja. Also, naja, gut. Kurz noch nachzufallen, haben uns zugeprostet und sind um 11 Uhr schlafen gegangen. So, ja, also das alles andere, die Interpretation der Dinge kann man sich an anderer Stelle abholen. Das ist das, was passiert jetzt an dem. Also, dazu muss man vielleicht kurz im Hintergrund... das ist eine Werbung. Die kommen. Muss vielleicht kurz als Background dazu sagen, er hat einen Screenshot gepostet, offensichtlich eines gemeinsamen privaten Online-Streams. Zoom oder Skype oder irgendwas, wo Nils und Olaf mit dabei waren, die auch beide bei uns gearbeitet haben. Und die leider, im Gegensatz zu den Hoaxillas, sehr unschön von uns geschieden sind. Im Streit, ja. Im Streit, leider. Ich will das jetzt nicht weiter aus... Diejenigen, die das mitbekommen haben, wissen, wie das war. Insofern ist im Forum das natürlich als eine Provokation empfunden worden, dass Alexander sich mit diesen beiden wohlwissend, dass das eben zwei sind, die im Streit von uns geschieden sind, sich sozusagen zuprostend einen Screenshot veröffentlicht. Einen Tag nach dem Tweet. Also, dass er jetzt so tut, als wenn er gar nicht verstehen kann, was da nun die Aufregung genau war, glaube ich ihm jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob dieser Screenshot nicht auch tatsächlich eine Provokation war. Aber ich will es ihm nicht unterstellen. Er sagt nein. Das wissen nur die selbst, ne? Genau, dann kann man nur spekulieren. So, dann müssen wir kurz die Werbung... Ertragen. Na, offenbar haben die so viel Reichweite, dass sich zumindest eine Werbung lohnt. Ne? Wir waren und uns gefreut haben, dass wir uns wiedergesehen haben, dass wir diesen Geburtstag feiern können. Und Olaf Brill, um den es da geht, der Geburtstag hatte, war geimpft. Der hatte eine Johnson-Johnson-Impfung bekommen. Der war happy, weil der wusste, in 14 Tagen bin ich mit dieser ganzen Nummer durch. Das war also ein Anlass, wo man erfreut zusammen angestoßen hat. Und dann weiß man auch, dass
deshalb, weil ich das ja poste, uns liebe Hörerinnen und Hörer die Gesamtbox vom Kommissar geschenkt haben. Hab ich auch. Das heißt, da war natürlich nochmal das Thema Kommissar. Die beiden sind absolute Serienexperten, die ich mich da getroffen habe. Ein gemeinsamer TV-Geschmack ist vorhanden. Wenigstens so ein Grundkonsens hat genau, man. Genau, wenn sonst uns nichts mehr verbindet, der Kommissar bleibt. Der Kommissar gemacht haben, dann uns über Derrick unterhalten, auch über super. Die SS-Vergangenheit von Horst Tappert, sind dann auf den Umberto Eco Aufsatz gekommen, den Umberto Eco über die Fernsehserie Derrick geschrieben hat. Da muss man wissen, Olaf Brill ist Philosoph, der beschäftigt sich mit solchen Dingen. Das war der Abend, den wir da verlebt haben. So, das. But I digress. So, der nächste Punkt ist, dass wir nach 2018 auch intern immer mal wieder angemerkt haben, damals schon auch nochmal, wir haben im Mai aufgehört, sozusagen, also im Mai uns auf die Auflösung der Geschäftsverhältnisse zu einigen. Und da habe ich auch schon kritisch einige Teile des Programms dieses Portals angemerkt und habe gesagt, das finde ich nicht gut. Und habe da eine Position zu bezogen. Gerade das Sendeformat Veto halte ich für schwierig, um es mal so zu formulieren. Das habe ich auch Holger Kreimeier mehrfach, der ja das entwickelt hat und auch durchführt, mehrfach gesagt. Die Antwort darauf, die ich dann immer bekommen habe, war, ihr habt den Stollfilm gemacht. Ihr redet ja auch mit komischen Leuten. So, das habe ich dann. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass er mich auch nur ein einziges Mal darauf angesprochen hätte. Ich will es aber nicht jetzt komplett abstreiten. Ich habe es vielleicht einfach vergessen. Ich jedenfalls, aber ich glaube, ich würde mich daran erinnern, wenn es so gewesen wäre. Und es passt nicht zu mir, dass ich sozusagen auf eine solche Kritik dann so reagieren würde. Also so schätze ich mich selber überhaupt nicht ein. Dazu muss man aber in der Tat sagen, dass das natürlich jetzt im Forum immer wieder vorgebracht wurde. Und es ist ja auch eine berechtigte Kritik. Er hat mit dem Herrn Bartoschek zusammen ein Interview geführt mit Dr. Axel Stoll. Dr. Axel Stoll ist ein Nazi und ein Holocaustleugner gewesen. Also noch eine paar Nummern härter als Ken Jebsen. Der ist, glaube ich, mittlerweile tot. Ne? Der ist tot, ja. Der war damals auch schon krank. Das war ein alter Mann. Man sah dem auch an, dass es dem schon schlecht geht. Dieser Mann ist von den beiden also interviewt worden und sie haben ein völlig unkritisches Interview mit ihm geführt. Im Grunde haben sie ihn vorgeführt. Sie haben nämlich so getan oder haben ihn reingelegt. Sie haben ihn so getan, als wenn sie sich wirklich für ihn interessieren würden. In Wahrheit haben sie ihn vorgeführt und sie haben dann hinterher noch einige Leute gefragt, und haben das so eingespielt. Witzigerweise unter anderem auch Erich von Däniken, der auch ein Verschwörungstheoretiker ist, der also wiederum als Experte zu Rate gezogen wurde, um Axel Stoll zu widerlegen. Ich tue nichts anderes, im Gegenteil, ich tue in Veto noch viel mehr. Wenn ich nämlich Leute zu Gast habe, dann befrage ich sie erstens kritisch. Und zweitens, wenn dort irgendwelche Thesen in den Raum gestellt werden, die ich in dem Moment nicht widerlegen kann, weil ich kann nicht alles wissen als Journalist und ich kann mich nicht überall auskennen, dann wird das selbstverständlich in der Sendung in Texteinblendungen richtiggestellt. Dann heißt es, okay, der behauptet hier das und das, diese Quelle sagt aber das und das und so weiter, damit der Zuschauer jederzeit nachvollziehen kann, ob das tatsächlich stimmt, was derjenige da behauptet oder nicht. Dies ist natürlich auch im Interview mit Ken Jebsen so. Da wird es jede Menge Texteinblendungen geben, weil auch da von ihm Sachen in den Raum gestellt werden, behauptet werden, dass das Robert-Koch-Institut, was weiß ich, das hat er da gesagt, zugegeben hätte, es gäbe schon 8000 Impftote und all solche Dinge. Und ich in dem Moment natürlich nicht in der Lage war, in der laufenden Sendung das zu recherchieren, sondern das dann eben eingeblendet. Das ist genau dasselbe, oder aus meiner Sicht sogar noch journalistisch sauberer als das, was er damals gemacht hat. Und was haben sie gemacht? Sie haben ein Buch rausgegeben, sie haben eine DVD rausgegeben, die haben da richtig Kohle mit dem Namen Axel Stoll gemacht.
Entschuldigung, das wird man doch wohl als Gegenargument vorbringen können. Also das ist, das jetzt einfach so abzutun, als wenn das überhaupt kein Argument wäre. Ja, er sagt ja selbst, mir wurde nur gesagt, ich hätte das Gleiche ja mit Axel Stoll gemacht. Aber warum das nicht das Gleiche sein soll, davon redet er, er kein Wort von. Genau, ne? Es wird jetzt einfach so abgehakt. Ja, das ist eine Bigotterie. Wenn ich so nach dem Motto, ich darf das... Ja. Und Holger darf mir das nicht aufs Brot schmieren, aber ich darf Holger kritisieren, weil er Ken Jebsen interviewt. Ja. Also das ist schon eine Bigotterie, ne? Also das ist unglaublich. Man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie das Ken Jebsen-Interview ankommen wird. Ich glaube, dass es ganz gut war, aber natürlich werden wir sehen, dann wenn es veröffentlicht ist. Aber die mit umstrittensten Persönlichkeiten, die ich in Veto hatte, war in Folge 1 Akif Perinci. War in Folge 7 oder Folge 8 die vulgäre Analyse, ein sehr bekannter rechter YouTuber. Und war, wenn es um Verschwörungstheorien geht, sicherlich Gerhard Wisniewski, ein sehr bekannter Verschwörungstheoretiker, der nun wirklich hinter allem eine Verschwörung sieht. Der auch solche Dinge verbreitet wie beim Breitscheidplatz hätte es gar keine Toten gegeben, das wäre alles Fake und was weiß ich. Bei all diesen drei Interviews ist mir hinterher gesagt worden als Reaktion, wow, den hast du aber richtig vorgeführt. Der hat sich ja richtig um Kopf und Kragen geredet. Es gab in diesen drei Fällen niemals irgendwie die Reaktion, jedenfalls nicht in der großen Masse, die gesagt hätten, na, da bist du aber schön reingefallen. Der hat sich ja richtig schön verkaufen können bei dir. Sondern ganz im Gegenteil. Gut, man kann grundsätzlich sowas ablehnen und sagen, man spricht mit solchen Leuten nicht. Das ist eine Position, die man haben kann. Aber ich lasse mir auf jeden Fall nicht unterstellen, dass ich diesen Leuten eine Bühne biete und dass sozusagen die gestärkt aus der Sendung herausgegangen sind. Ja. Das kann man mir wirklich nicht sagen. Wie es bei Jebsen sein wird, müsst ihr beurteilen. Das ist noch nicht veröffentlicht, wie gesagt. Einmal gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr, das zu machen, weil ich gedacht habe, hast auch deine Pflicht erfüllt, dein Gewissen ist rein, kannst abends um 10 Uhr putzen in den Spiegel gucken. Und natürlich ist die Welt groß und jeder muss das tun, ja, was er tun möchte. Also er hat die Kritik angebracht und seitdem kann er wieder in den Spiegel gucken. Das ist so eine Unverschämtheit. Der tut ja fast so, als ob du hier kleine Kinder schlachten würdest oder sonst irgendwas machen würdest. Ja. So als würde hier im Hause Massengeschmack, Gott weiß, was für fürchterliche Dinge vorgehen. Ja. Und er sei so ein heimlicher Mitwisser dieser ganzen Verbrechen. Hm. Und er muss sein Gewissen erleichtern, indem er Kritik dran übt. Und dann konnte er auch wieder nachts ruhig schlafen. Also auf der einen Seite hat er hat offensichtlich ja kein Problem damit, auf Twitter rufschädigend einem ehemaligen Geschäftspartner gegenüber zu verhalten. Mhm. Und das, obwohl du ihm ja nichts getan hast. Es ist ja menschlich nichts zwischen euch vorgefallen. Nee, genau. Und er hat kein Problem damit, dir so ein Ding vom Bug zu schießen, um deinen Ruf zu schädigen. Das ist für ihn okay. Aber mit jemandem zusammenzuarbeiten, der jemanden interviewt, den er nicht interviewen würde, das ist für ihn so ein Wahnsinnsgewissenskonflikt. Also finde ich diesen moralischen Kompass schon seltsam, muss ich echt sagen. Ja, vor allem ist es ja auch etwas merkwürdig, wenn Zuschauer ihn immer wieder auffordern, sich zu distanzieren von einem Sender, für den er schon seit 3 Jahren nicht mehr arbeitet. Ja. Das ist doch absurd. Da müssen auch die Zuschauer, oder da muss er doch auch mal seine Zuhörer oder Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt, hinterfragen, wie die drauf sind. Was ist denn das für eine Argumentation? Das ist ja Kontaktschuld hoch 3 absurd. Also das ist, ne? Also ich meine, also gut, ja, ich meine, das als Antwort hätte wirklich gereicht. Warum soll ich mich von einem Sender distanzieren, für den ich seit 3 Jahren nicht mehr arbeite? Ja, genau. Das als Frage hätte doch gereicht. Also, ja. Ja. Ja, ich habe das also kritisiert. Und wenn wir uns heute das Programm anschauen, dann gibt es eben weite Teile, wo wir sagen, puh, da hätten wir jetzt ein Problem mit, wir würden uns das nicht anschauen. Weite Teile sind es jetzt mittlerweile schon. Also es geht erstmal los mit Ken Jebsen, das war das Erste. Mhm. Dann war es Veto, die ganze Sendung Veto, obwohl ich in Veto in 49 Folgen auch absolut seriöse Professoren zu Gast hatte, Politiker zu Gast hatte und in Einzelfällen umstrittene Persönlichkeiten. Jetzt sind es schon weite Teile unseres Senders. Sonntagsfrühstück, das Studio. Auch PaschTV, da spielen wir Brettspiele, das ist ja auch höchst umstritten. Und Pantoffelkino, da machen wir Filmkritiken. Ah, das ist natürlich, das kann man natürlich nicht, das darf man natürlich nicht machen. Na genau.
Also es ist wirklich, also es sind ja viele in diesem Chat, bei diesem Twitch dabei, die wissen überhaupt nicht, wer wir sind, die kennen uns nicht. Die bekommen hier ein Bild von uns gezeichnet, das ist wirklich verzerrend, es ist rufschädigend, es ist, wie gesagt, versuchter Rufmord. Ich kann nur sagen, ich habe die beiden damals angefragt, ob sie Lust hätten, bei uns ihr Magazin zu machen, was mit Verschwörungstheorien aufräumt. Also ich habe die rangeholt an unseren Sender. Mhm. Wenn ich so drauf wäre, wie er hier suggeriert, hätte ich das ja nie gemacht. Ja. Hätte ich ja gesagt, interessiert mich nicht, was ihr da macht. Ich fand es eine super Idee, eine Sendung zu machen, die mit Verschwörungstheorien aufräumt. Und zum Zweiten bitte ich auch immer zu bedenken, ich habe jetzt in den letzten 12 bis 15 Monaten, glaube ich, wie kaum ein anderer, immer wieder Beiträge gemacht gegen Querdenken, gegen Verschwörungstheorien, gerade im Zusammenhang mit Corona. Ja. Und das, obwohl ich dafür extrem von Leuten beschimpft wurde. Ich habe im letzten Herbst einen sehr kritischen Beitrag über Ken Jebsen auch gemacht, als er nämlich seine komischen Pläne da kundtat, dass er da irgendwie so einen abgeschotteten Campus da bauen will, was bald so ein bisschen klang, als wenn da so eine Sektensiedlung aufbaut. Colonia Dignita 2.0, so, ja, ja. Da habe ich einen Sektenforscher interviewt, der hat dazu seine Einschätzung gegeben, da haben wir das Wording gemeinsam analysiert. Das war eine total extrem kritische Berichterstattung über Ken Jebsen. Also ich glaube, jeder, der jetzt hier auf YouTube zuguckt und Holgers Programm nicht kennt, kann ein 14-tägiges kostenloses Abo abschließen. Ja, oder schaut euch nur den YouTube-Kanal an, das ja. reicht ja schon. Schaut euch den YouTube-Kanal an, was wir machen, worüber wir berichten, dann werdet ihr sehen, das, was er hier suggeriert, das stimmt einfach nicht. Es ist einfach eine Verzerrung der Tatsachen. So, und zwar eine bewusste, weil er müsste, also als ehemaliger Mitwirkender, kennt er doch das Programm von dir. Ja, also gut, Veto haben wir erst angefangen, zu der Zeit ungefähr, wo die beiden aufgehört haben. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, er kennt die Inhalte und er kennt auch die Kernprodukte deines Unternehmens. Früher Fernsehkritik TV, heute Mediatheke. Ja. Ja. Und das ist ja völlig wurscht. Ich schreibe jetzt natürlich auch nicht, muss man ja auch ganz klar sagen, ich distanziere mich vom ZDF oder ich distanziere mich von Sat.1 oder ich distanziere mich von, ist ja völlig klar. Ich mache das aber schon, weil wir seit 3 Jahren immer wieder Anfragen erhalten, die da sagen, ihr habt doch mal zusammengearbeitet. Was ist denn da eigentlich los? Was passiert denn da? Was sagt ihr denn dazu? Ja, was passiert denn da? Gar nichts passiert. Und das nervt unglaublich. Ja. Und seit 3 Jahren haben wir immer gesagt, wir äußern uns da nicht zu. Es gibt eine Pressemitteilung zum Ende von Huxilla TV. So ist es. Ja, warum gibt es dir jetzt das Interview auf Twitch? Was ist denn da jetzt der Grund? Letzter Punkt auf der Pressemitteilung. Wir werden uns dazu nicht mehr öffentlich äußern. 24 Stunden später. Er sitzt auf Twitch und macht es live in aller Ausführlichkeit. Ja. Und jetzt gibt es eben neuere Ereignisse, wenn man auf das Jahr 2021 guckt. Wenn man jetzt mal schaut, dass es eine Sendung gab, in der von Holger Krallmeier ein Format von Lars-Erik Pausen kommentiert worden ist. Von Ach, jetzt geht's damit los. Wie ich finde, eine sehr intensive Sendung, wo es darum ging, dass man den eigenen Sexismus und Rassismus anerkennen sollte. Was nicht heißt, wir sind, also ne, dass man einfach sagt, jeder hat diese Züge in sich. Das ist kommentiert worden in einer Art und Weise, die mich ehrlich gesagt geschockt hat. Im Rahmen dieser Sendung sind dann auch private Twitter-Direct-Messages zwischen Lars-Erik Pausen und Holger Krallmeier verlesen worden. Also auch immer die Frage, warum regelt man sowas nicht intern? Muss man nicht, weil interne Dinge kommen eh nach draußen. Das ist auch hier stellt er Dinge wieder völlig verzerrend dar. Ich habe nicht interne Twitter-Kommunikation verlesen, sondern ich habe mit Lars-Erik Pausen über Twitter privat. Ich habe ihn angefragt, weil er, nachdem er dieses Video bei den Rocket Beans veröffentlicht hatte, habe ich ihn gefragt, Lars, ich finde das bemerkenswert, was du da in deinem Video sagst. Ich bin einer anderen Meinung. Hättest du Lust, ein Interview zu machen? So. Und das hat er dann abgelehnt. Und zwar unter anderem, dass er den gar nicht verstanden hat, wie man anderer Meinung als er sein könnte. Und er hat dann noch 2 weitere Begründungen angebracht, warum er das Interview nicht geben möchte. Und diese beiden Begründungen habe ich dann in meiner Reaktion aus dem Kopf heraus nochmal in meinen Worten wiedergegeben. Gut, das fand Lars nicht gut. Hat er sich in seiner Antwort dann in einem Blogtext
drüber erregt und sagte, dass er sei menschlich enttäuscht, weil das wäre eine Indiskretion. Ich habe mich öffentlich auf Twitter bei Lars dafür entschuldigt. Ich habe das nicht aus Boshaftigkeit getan, sondern ich habe mir gedacht, es ist nicht weiter schlimm, wenn ich das sage, warum er das Interview nicht geben wollte. Mir war nicht klar, dass das nicht öffentlich sein sollte. Ansonsten ist es so, dieses Video von Lars-Erik Paulsen hat auf, wenn man sich es anschaut, auf YouTube, fast so viele Dislikes wie Likes. Die Rocket Beans Community ist extrem gespalten bei diesem Thema und es gibt ganz, ganz viele Kommentare unter dem Video von Leuten, die sagen, bisher fand ich die Rocket Beans super, jetzt gucke ich euch nicht mehr, das ist mir alles zu ideologisch, was redet ihr da eigentlich? Also er tut jetzt ja so, als wenn Lars etwas gesagt hätte, was absolut richtig und vernünftig wäre und wo es keine zweite Meinung zu geben könnte. Das Video, was ich gemacht habe, hat, obwohl es aus der Teilen der Rocket Beans Community dann auch noch einen Aufruf gab zu disliken, hat immer noch 70% Likes und 30% Dislikes. Das heißt, das, was ich da sage, scheint ja offenbar nicht ganz irre gewesen zu sein, sondern es gibt einen gehörigen Teil der Bevölkerung, der das so sieht. Nämlich, dass selbstzerfleischende, weil man irgendwie bei jeder Kleinigkeit sich sofort für Sexismus und Rassismus entschuldigen muss heutzutage, bei jeder Kleinigkeit und diese Cancel Culture immer weiter um sich greift und wir in unserer Sprache immer mehr auf Minderheiten, kleinste Minderheiten und Diversitäten und so weiter Rücksicht nehmen müssen, dass das in großen Teilen der Bevölkerung anders gesehen wird. So. Was richtig ist, es war mein erstes betreutes Gucken, das ist das gleiche Format, was wir jetzt hier auch gerade machen. Wir machen jetzt Folge 5, das war Folge 1. Ich habe an einigen Stellen, hätte ich mich ein bisschen vorbereiten müssen, was bestimmte Begrifflichkeiten angeht. Das habe ich nicht im Detail gewusst, da war schlichtes Unwissen von meiner Seite. Und ich hätte vielleicht an ein, zwei Stellen nicht ganz so hart es formulieren dürfen. Andererseits, das Video von Lars geht ungefähr eine Dreiviertelstunde. Mein Video geht fast 2,5 Stunden. Das heißt, ich sage unfassbar viel zu dem ganzen Thema. Und jetzt nun so zu tun, als wenn diese 2,5 Stunden nur Bullshit gewesen wäre. Ich finde auch, dass ich an vielen Stellen richtige Gedanken weitergegeben habe. Und es ist auch entsprechend kommuniziert worden von Leuten, die gesagt haben, danke Holger, dass du das so formuliert hast. Das, was Lars da macht, das geht überhaupt nicht. Und das ist eine Meinung, die kann man so nicht vertreten. Und danke, dass du uns deine Stimme gegeben hast. Also insofern ist ja schön, wenn er das anders sieht. Akzeptiere ich auch. Bei diesem Thema ist die Gesellschaft... Wobei man ja auch ein Fragezeichen dahinter setzen muss, ob er wirklich die 2,5 Stunden sich die Zeit aufgewendet hat, sich dein Video anzugucken. Das unterstellen oder wir jetzt mal. Oder ob er überhaupt eine Minute davon geguckt hat. Oder jetzt einfach nur... Ja, unsere Gesellschaft ist jedenfalls bei diesem Thema sehr zerrissen, ist mein Eindruck. Und insofern finde ich es ein bisschen überheblich, ehrlich gesagt, sowohl von Lars als auch von ihm jetzt so zu tun, als wenn ich wieder ein Irrer ganz alleine da bin, der sozusagen wirres Zeug redet, was sonst keiner so denkt. Ja, generell muss ich sagen, dass das die beiden, die jetzt zu Wort kamen, also der Herr oben rechts hier und eben Alexander, dass die beiden ja auch extrem zur Spaltung der Gesellschaft auch beitragen. Indem sie ja hier quasi eine Kontaktschuld herstellen und sagen, wer mit dem redet, mit dem darf man jetzt auch nichts mehr zu tun haben, von dem muss man sich auch distanzieren. Ja, ja, genau. Solche Leute treiben doch die Spaltung der Gesellschaft immer weiter voran. Ja. Ich weiß nicht, ob ihnen das überhaupt nicht bewusst ist, aber das sind doch die Spalter in der Gesellschaft. Aber die sehen das offensichtlich nicht. Spalter sind immer die anderen, ne? Das ist ja, man sucht offensichtlich geradezu danach. Wenn man jemanden am Wickel hat, dann sucht man natürlich nach allen möglichen und dann nimmt man auch Kleinigkeiten gerne an, die eigentlich normalerweise total nichtig wären, aber die werden natürlich dann aufgebauscht. Ne? Aber wenn man das konsequent weiterverfolgen würde, dürfte in unserer Gesellschaft niemand mehr mit niemandem reden. Es gibt doch diese Theorie, nach der jeder mit jedem über 6 Ecken irgendwas zu tun hat, über gemeinsame Bekannte. Ne? Ja. Und genauso kannst du sagen, jeder kennt über 6 Ecken irgendjemanden, der schon mal mit jemandem geredet hat, mit dem man besser nicht reden sollte. Und ja, wie gesagt, wenn man dann immer die Kontaktschuld hat, der kennt aber den und der kennt aber den und der hat aber mal mit dem geredet.
Ja, dann müssten wir 84 Millionen Menschen in Deutschland sein. Und keiner redet mehr mit keinem. Ja, genau. Das ist dann so die. Dann sind alle zufrieden. Ja, ja. Jeder ist für sich, es wird nicht mehr kommuniziert. Das ist das am einfachsten. Da kann man auch keinen Fehler machen, wenn man. Dann gibt's auch kein Corona. Weil keiner will keinen Kontakt. Ja, super. Das ist das Modell der Zukunft. So, dann kann man es auch gleich öffentlich machen und sauber machen. Und das ist alles nachzulesen, weil Lars-Erik Pausen im Gegensatz zu uns eine sehr, sehr lange, sehr eindrucksvolle Stellungnahme dazu gegeben hat. Also bis heute Kudos. Ja, gut, die eindrucksvolle Stellungnahme hat sich im Grunde genommen eingeschossen auf einige wenige Punkte, wo er Angriffsfläche gegen mich hatte. Und auf das Wesentliche, der Hauptkern meiner Kritik, der ist von ihm geflissentlich weggelassen worden. Und das, was er an Quellenangaben angibt, sind alles Sachen, Bundeszentrale für politische Bildung und irgendwelche, ich sag mal eher so linksliberale Dinge, Medien und Anstalten und Institute. Ja, dass die eine ganz bestimmte Haltung haben, ist mir auch klar. Also ich könnte auch für meine Thesen genauso 20 Quellenangaben geben. Also ich habe das akzeptiert, was Lars da geschrieben hat, aber eindrucksvoll war das aus meiner Sicht. Aber wenn du schon sagst, Lars Paulsen hat die wesentlichen Kritikpunkte beflissentlich übergangen, das kommt ja auch gleich. Das wird ja Alexander auch gleich machen, wenn ich schon mal spoilern darf. Ach so, das Video schon du gesehen. Weißt schon mehr als ich. Ne? Ja, ich habe schon mal reingeguckt. Ich habe es nur in Teilen bisher gehört, deswegen. Das habe ich auch Lars-Erik Paulsen mitgeteilt, dass ich sicherlich anders reagiert hätte. Muss ich ganz klar sagen. Ja, du hättest wieder getwittert, ne? Oder hättest wieder eine Pressemitteilung rausgegeben? Und das war, im Grunde genommen ist es völlig richtig, dass wir spätestens zu diesem Zeitpunkt was hätten sagen sollen. Warum haben wir das nicht gemacht? Warum haben wir gesagt, komm, lass laufen, ist auch wurscht? Weil wir dann im Februar hier schon gesessen hätten mit so einer Sendung. Um es mal ganz klar zu sagen. Und eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Oder um auch Herrn Drosten zu zitieren, ich habe Besseres zu tun. Ja, lass ich bin doch am Arbeiten, ich verdiene mein Geld. Vielleicht doch keiner Lust, von dir. Mich damit zu beschäftigen. Ja. Und was, die ganze Welt fragt schon nach. Sagt der Alexander eigentlich gar nichts dazu? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich meine, wer hat ihn bitte gezwungen, letzte Woche das auf Twitter rauszuhauen? Ja, also, eben. Kein Mensch erwartet das, dass er irgendwas sagt. Seine komischen Zuschauer oder Zuhörer offensichtlich, einige von denen. Das ja, aber dann soll er denen auch sagen, ich arbeite seit 3 Jahren nicht mehr mit denen. Was wollt ihr von mir? Ja. Ich muss ja auch noch mal eins sagen, das hat er ja auch, glaube ich, nicht so richtig rübergebracht gerade. Betreutes Gucken, also das, was wir hier auch gerade machen, läuft nur auf YouTube. Das hat nichts mit dem Bezahlsender Massengeschmack TV zu tun. Und das hat auch seine Gründe. Auf YouTube herrscht eine andere Kommunikationskultur. Es gibt Reaction-Videos rauf und runter. Da geht es auch mal härter zur Sache. Da wird auch mal vielleicht, da sitzt die Zunge ein bisschen lockerer, möchte ich mal sagen. Und das sind auch keine Formate oder Sachen, wo ich jetzt sozusagen mich erstmal 3 Tage journalistisch drauf vorbereite oder recherchiere, so wie ich das für Mediatheke-Beiträge oder für Veto-Gespräche mache. Da sitze ich einfach davor und habe einen Tipp von Zuschauern bekommen, guck dir das bitte mal an, das ist total irre. Und dann denke ich mir, okay, ich gucke es mir einfach an, ich reagiere spontan darauf. Das ist der im Grunde, deswegen, ich habe das eben auch noch nicht in Gänze jetzt gesehen, was wir jetzt hier, weil ich ganz bewusst dachte, ich möchte auch spontan vielleicht gucken, auf einige Dinge reagieren. Ich habe es halt in Vorbereitung schon mal gestern gesehen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber das auch noch mal zur Klarstellung. Betreutes Gucken ist nicht Teil des Bezahlsenders Massengeschmack TV. Wenn ich jetzt mal weiter hier verlese, also das haben wir jetzt schon gesagt, es gab dann tatsächlich einen Austausch auf Twitter, wo wir sozusagen die Formulierung war, man hätte es als respektvoll empfunden, wenn wir auf das Portal Massengeschmack verlinken auch mal würden. Ja. Dazu muss ich völlig klar sagen, Respekt muss man sich zum einen verdienen. Das ist eine Frechheit. Und zum anderen frage ich mich auch, warum ich auf ein Portal, von dem ich mich persönlich distanziere, mit dem ich mich davon nicht wusste mehr identifizieren kann, warum... Davon wusste ich ja nichts in dem Moment. Mir war ja nicht klar, dass er in irgendeiner Form mit uns Probleme hat. Stand war für dich, glaube ich, der Stand von Dezember. Du hast ihm viel Glück für ihr neues Projekt gewünscht. Er hat sich nett bedankt und damit und so sah es für dich aus. Ja, ne? Eben. Ich wusste doch nichts davon. Was ist das dann für eine Verdrehung von Tatsachen? Das verlinken soll. Man kann das finden, wenn ich den Namen Huxilla TV erwähne, dann ist es nicht schwierig herauszufinden, wo dieses Format existiert. Das negieren wir ja auch nicht, dass dieses Format existiert. Und
mündige Menschen sind in der Lage, sowas zu finden. Nur ich muss es ja nicht auch noch befördern und bewerben, zumal nochmal ich da keinerlei Benefit von habe, um es mal ganz klar zu sagen. Also, den Benefit hat er vielleicht nicht finanziell, aber es würde natürlich einen Benefit für ihn geben in Form von Publicity, dass die Leute sich angucken könnten, was macht er, was hat er damit gemacht mit seiner Frau? Nein, es geht, das ist ja genau das Respektlose, was ich ja meine. Mhm. Wir haben 4 Jahre lang gut zusammengearbeitet und in dem Moment wusste ich nichts von seinen Problemen mit uns. Und deswegen wäre es für mich doch respektvoll gewesen, dass er dann sagt, okay, ja, das gibt's auf Massengeschmack TV. Da haben wir mal früher eine Sendung gemacht. Ja, ja. Logisch, das ist kollegial. Das wäre ja auch kollegial. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite hätte es ihm ja auch was gebracht, weil er damit ja auch Werbung machen kann mit dem, was er damals gemacht hat mit seiner Frau auf eurem Sender. Er kann ja auch darauf verweisen, guck mal, Leute, wir haben Auxilla TV gemacht. Guckt euch das mal an, die Sendung. Ja. Also, allein, was ist denn das für ein kapitalistisches Denken überhaupt? Ich habe da keinen Benefit von. Wenn mich Leute fragen würden, du sag mal, Auxilla TV, die haben bei euch eine Sendung gemacht, machen die auch irgendwie einen Podcast? Das wäre die umgekehrte Frage. Ja. Dann würde ich sagen, ja, die machen einen Podcast. Hier ist der Link, die haben eine eigene Seite, schau es dir mal an. Nee, ich verdiene da kein Geld, also gebe ich euch den Link nicht. Was ist denn das für ein absolut irres Denken? Also muss man bei allem und jedem Geld verdienen oder was? Was ist denn das für, also ehrlich. Ja, da verrät er einiges über sich, ne? Ja, also das ist für das unmöglich, sowas. Habe ich dann eine zugegebenerweise recht schnippische Antwort zurückgegeben, die ich inzwischen ja auch wieder zurückgenommen habe. Und schnippische Antwort? Schnippisch ist ja, also hier spielt er die eigene, ja. Also das meine ich, diese Stelle. Also den eigentlichen Stein des Anstoßes, ja. diese rufschädigende, extrem rufschädigende Behauptung, du würdest Antisemiten und Verschwörungstheoretikern eine Plattform liefern, die spielt er jetzt runter als eine Kleinigkeit, als eine kleine Fußnote in der ganzen Geschichte. Ja. Ich habe da eine etwas schnippische Antwort gegeben. Vor allem eben nochmal betont. Die ich dann aber auch sofort gelöscht habe. Nochmal betont, er hat in der Plural Antisemiten und Verschwörungsideologen, habe ich in der Plattform. Also es geht nicht nur um Ken Jebsen, sondern ich tue das andauernd. Naja. Unser ganzes Portal ist voll davon. Und er schreibt, dass er später gelöscht hat. Das klingt so, als hätte er das eine halbe Stunde spontan online gehabt. Es war über eine Woche online, ne, bevor es wieder gelöscht hat. Ungefähr eine Woche, glaube ich. Ja, genau. Genau, ich hab das da schnippisch gepostet, ich habe etwas Schnippisches gepostet und das später wieder gelöscht. Das klingt so, ich hatte eine schlechte 5 Minuten und eine halbe Stunde später habe ich es dann gelöscht. So klingt das. Also verharmlost und verniedlicht das hier. Ja, es ist total verharmlosend, genau. Schnippisch wäre, wenn er geschrieben hätte, na, Massengeschmack TV ist ja auch so ein Sender. Oder irgendwie sowas, weißt du, so, ne? Ja, ja. Aber das war ja eine konkrete, böswillige und ehrabschneidende Unterstellung, absolut, ja. Die er da hier geäußert hat. Das weiß er auch genau. Natürlich weiß er das runter. Genau. Sonst hätte er es ja nicht gelöscht. Ja. Eine sachliche Stellungnahme zu diesem Thema zu geben. Das hat dann, und ich konnte viele andere Dinge in diesen 3 Jahren, die uns gestört haben, zitieren. Das hat jetzt gar nichts mit dem zu tun, was man jetzt gerne haben möchte. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, dass nicht der eigentliche Aspekt diskutiert wird, sondern unsere Pressemitteilung, sondern man sollte über andere Dinge eigentlich sprechen als über uns. Und was nochmal ganz, ganz wichtig ist, bitte, ihr da draußen, abonniert es, guckt es euch an, bildet euch eine Meinung. Nur weil ich mich von etwas distanziere, heißt das ja nicht, dass ihr das nicht dürft. Ach, das ist aber jetzt nett von ihm, ne? Ja. Dass er euch das sogar erlaubt, dass ihr das dürft. Der Hoaxmaster, Mensch. Richtig, ist richtig nett, dass er heute. Ja, es geht darum, dass meine persönliche Bindung dadurch durchschnitten ist. Das ist einfach so. Warum ist deine persönliche Bindung durchschnitten? Ich habe ihm persönlich nichts getan. Ja. Nach wie vor nicht. Heißt das denn, dass wenn er mir jetzt zufällig auf der Straße begegnen würde oder irgendwo oder ansonsten im Restaurant, dass er, wenn ich guten Tag sage, er wortlos an mir vorbeigehen würde? Oder was meint er damit? Was ist das für ein Umgang miteinander? Später behauptet er dann noch in dem Video, dass er, wenn er dich auf der Straße sehen würde, selbstverständlich dich grüßen würde. Ach so, gut. Dann habe ich wieder was vorweggenommen. Ja. Du, dass du schon mehr weißt als ich. Ja. Jeder soll doch bitte das tun, was er möchte. Ja, danke schön. Niemanden etwas untersagt.
Ja. Ich habe niemals, ich habe nicht zum Boykott aufgefordert. Du hast einen indirekten Rufmord, oder sogar, man kann sogar fast sagen Rufmordversuch betrieben. Das ist sowas wie ein Boykottaufruf. Ja, natürlich. Also jemanden als jemanden zu bezeichnen, der Antisemiten ein Podest bietet, das ist schon indirekter Boykottaufruf. Ja. Weil das, also verurteilenswerter gibt es ja kaum als jemanden, der Antisemiten ein Podium bietet. Wenn ich das über einen behaupte, dann will ich den auch fertig machen. Das ist doch ganz klar. Antisemit kommt gleich nach Kinderschänder. Ja. Das muss man sich mal klar machen. Das ist ja nicht irgendwas, ne? Im Gegenteil. Ja, Huxilla-HörerInnen sind sehr, sehr mündig. Wir möchten, dass jeder Mensch sich seine eigene Meinung bildet. Völlig klar. Aber es soll bitte die richtige Meinung sein. Das muss eine Klammer sein. Ja, aber wenn die eigenen Leute so mündig sind, dann verlangen sie auch keine Distanzierung für etwas, wo er seit 3 Jahren nicht mehr arbeitet. Dann widerspricht er sich doch auch selbst. Ja. Also. Eben mich mit bestimmten Formaten nicht mehr identifizieren. Und wenn ich immer wieder danach gefragt werde, wie meine Stellungnahme dazu ist, dann muss ich irgendwann auch meine Stellungnahme abgeben. Und das ist im Grunde genommen im Kern relativ einfach, die kurze wie unspektakuläre Stellungnahme zu dieser ganzen anderen Geschichte. Und alles andere, da sind doch die Menschen schlau genug, selber zu sehen, was da für Formate laufen, was da für Dinge laufen. Und die Leute kennen uns, Alexa und mich, kennen Huxilla seit 11 Jahren. Die wissen, wofür wir seit 11 Jahren stehen. Ja, ich mache seit 2007 Journalismus im Internet. Meine Community und viele sind von Anfang an dabei, kennen mich seit mittlerweile 14 Jahren und wissen auch, wofür ich stehe und was ich tue. Und deswegen lasse ich mich hier nicht in eine Ecke drängen, die ich nicht gehöre. Die werden dann relativ schnell, on their own volition, I've lost contact with the German language, totally, ja, werden sie erkennen können, womit wir ein Problem haben. Und nochmal, ich will hier auch keine schmutzige Wäsche waschen. Was bringt denn das, wenn ich jetzt sage, und mit der Sendung Minute 23, das mache ich nicht. Das ist eigentlich das, mit dem... Das wäre aber die bessere Methode, weil dann weiß ich ja konkret, dann könnte er ja an konkreten Beispielen sagen, was ihm da jetzt nicht gefallen hat. Also er wäscht dann wäre es ja journalistisch sauber. Also er wäscht schmutzige Wäsche, indem er Pauschalurteile trifft. Und ohne seine Vorwürfe zu konkretisieren. Ja. Also würde er seine Vorwürfe konkretisieren, dann würde er das Ganze ja wieder auf eine sachliche Ebene bringen. Das verdreht er jetzt total. Also er als sei er sachlich mit seinen Pauschalvorwürfen und als würde er es entsachlichen, indem er en Detail gehen würde. Ja, genau. Ist doch absurd. Absurd, ja. Wenn man ja mal angefangen hat, der Fernsehkritiker, er hat Sendungen kritisiert. Und was passiert jetzt? Der Kritiker wird kritisiert und es entsteht ein Shitstorm. Ich finde, auch hier verdreht er komplett die Tatsachen. Ja, ja, es ist so. Weil es ist so, er hat ja angefangen mit seinem Tweet, mit seinem erbschneidenden Tweet. Genau. Und meine Community ist solidarisch mit mir und findet das scheiße, Du hast ja niemanden zum Shitstorm aufgerufen. Er hat ja quasi den Shitstorm gegen dich gestartet, indem er gesagt hat, hier, dass Antisemiten und Verschwörungstheoretiker dürfen da ungestraft reden. Also er hat ja quasi dich zum Abschuss freigegeben und nicht umgekehrt. Ja. Und jetzt verharmlost jetzt seinen Tweet vom Anfang. Mhm. Er redet von einem schnippischen Tweet, den er irgendwie mal gemacht hat und den er kurzer Zeit später wieder gelöscht hat. Der ist ja total... Der Tweet wird ja auch nicht zitiert. Ja, eben. Ist vollkommen weggelassen. Ja, weil er genau weiß, was er geschrieben hat. Deswegen hat er es ja auch wieder gelöscht. Das ist Lückenpresse, nennt man das. Ja. Und er lässt seine eigene Community im Unklaren, was er überhaupt gemacht hat. Genau. Und jetzt verdreht er es so, dass er so tut, als sei die einzige Erregung, dass du dich darüber aufregst, dass du kritisiert wurdest. In Wahrheit ist es doch so, dass er dich beleidigt hat und jetzt beleidigt ist, dass er Gegenwind bekommt. Er hat mich nicht beleidigt, er hat unseren Sender in den Schmutz gezogen. Ja, er hat euren Sender in den Schmutz gezogen, ja. Und jetzt regt er sich darüber auf, jetzt heult er rum, dass er Gegenwind dafür kassiert. Ja, genau. Dass es ja Widerspruch kassiert. Er kann doch mit Widerspruch nicht umgehen und das wirft er jetzt dir vor. Also er verdreht es total. Ja,
Stell dir mal vor, lieber Alexander, wir haben Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns, die anderer Meinung sind und die das scheiße finden, was du da getwittert hast. Und das auch eher abschneiden finden und darüber haben sie sich aufgeregt. Und du wirst nirgendwo finden, dass Holger irgendwo irgendjemanden dazu aufgerufen hat, das zu machen. Ja, ja, es wäre ja noch schöner, genau. Und was heißt denn hier ein Shitstorm? Es hat bei uns im Forum hat diese Diskussion ja stattgefunden, innerhalb des Senders. Das ist ja nicht so, dass jetzt massenhaft auf Twitter oder irgendwo anders gegen Huxilla TV geschossen wurde. Das hat alles bei uns im Forum stattgefunden, in diesem einen Thread. Mhm. Und von dem hat er sich offenbar so getriggert gefühlt, dass er jetzt das hier so hinstellt, als wenn er einen Shitstorm bekommt. Niemand hat ja in diesem Zusammenhang auch irgendwie Huxilla TV oder sein Projekt Huxilla in Frage gestellt oder irgendwie kritisiert. Es geht um sein persönliches Verhalten dir gegenüber und Massengeschmack gegenüber. Ja. Es geht auch nicht um Huxilla, um seine Projekte, sonst irgendwas. Die stehen hier ja außer Diskussion. Ja. Es geht um sein persönliches Verhalten dir und Massengeschmack gegenüber. Ja, genau. Darum geht's. Ehrlich gesagt, bizarr, was da gerade passiert. In der Tat. Nicht bei allen Menschen, aber ich finde schon bizarr, dass ein Kritiker, der kritisiert wird, einen Shitstorm auslöst. Das habe ich nicht getan. Ja, ich habe an keiner Stelle zu einem Shitstorm aufgerufen. Und wenn jetzt dieses Twitch-Interview nicht gewesen wäre, hätten wir auch heute das hier nicht gemacht, logischerweise. Ja. Er ist immer wieder derjenige, der immer wieder Öl ins Feuer gießt. Mit der Pressemitteilung, wo kein Mensch wusste... Verdreht komplett die Tatsachen, verdreht die teilweise komplett ins Gegenteil. Und also lässt den entscheidenden Tweet lässt er weg. Den erwähnt er nirgends. Nicht in der Pressemitteilung, er erwähnt ihn jetzt nicht. Und insofern, er fälscht im Grunde. Ja, das ist eine Form von Fälschung. Ein schnippischer Tweet. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, sehr amüsant. Und um es auch deutlich zu machen, ich habe da keinerlei emotionale Aktien drin. Und also jeder muss tun, was er tun muss. Ich habe mich jetzt davon distanziert. Und ab jetzt, wenn mich jemand fragt, kann ich auf diese Pressemitteilung verlinken und dann ist das Thema gut. Und ich muss auch mit niemandem etwas klären. Ich muss mit Menschen Dinge klären, mit denen ich entweder in einem geschäftlichen Verhältnis stehe. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ja, in dem Fall seid ihr die Senderchefs, die sagen, Mensch, wir haben hier gerade ein Problem auf unserem Sender und du bist Teil des Senders, kannst du dazu Stellung beziehen? Dann mache ich das, dann habe ich Klärungsbedarf. Mache ich aber auch sehr gerne, zu euch zu kommen, das wisst ihr ja. Oder wenn ich in einem engen, emotionalen, freundschaftlichen Verhältnis zu jemandem stehe. Das beides habe ich gerade ganz deutlich gemacht, dass das nicht der Fall ist. Und dann ich finde, wenn man jemandem etwas unterstellt, was nicht der Wahrheit entspricht, und dabei bleibe ich, dann ist es auch durchaus angebracht, vielleicht möglicherweise mit dem das auch persönlich zu klären. Ja, oder vielleicht, bevor man so einen Tweet raushaut, vielleicht mal nachfragt. Du sag mal, der Ken Jebsen kommt zu euch. Was ist denn da los bei euch? Ich wollte mal mit euch darüber sprechen. Ich wollte das jetzt nicht öffentlich machen. Auch wenn wir in keinem Geschäftsfeld... Er redet immer so auf so einer Ebene, so businessmäßig. Ja. Wir haben kein Geschäftsverhältnis, aber trotzdem hätte er mich gerne mal anrufen können oder mich anschreiben können, sagen können, du, pass mal auf, wir arbeiten zwar nicht mehr bei euch, aber ich bin trotzdem irgendwie ein bisschen irritiert, dass er den Ken Jebsen da jetzt einladet. Dann hätte ich mit ihm darüber gesprochen, hätte versucht, meine Argumente dafür vorzubringen. Aber das hat er ja nicht gemacht. Ja. Weil er meint, das müsse er nicht. Ja, gut. Ja, aber er muss dich dann öffentlich mit Dreck bewerfen oder was? Also das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie man sich so verhalten kann und sich dann so selbstgerecht vor die Kamera setzen kann und hundertprozentig überzeugt ist, man habe genau das Richtige getan. Also das ist mir schleierhaft. Also ich bin enttäuscht. Kritikresistent. Ja, ja. Also das ist unglaublich. Also er verdreht hier die Tatsachen. Ich meine, für so einen Tweet, ne, wenn man den raushaut, und dann der später immerhin einsieht, okay, das ist ein Ding, das muss ich wieder löschen. Dann wäre es für mich das Mindeste, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren müsste, damit ich wieder in den Spiegel schauen kann, dass ich mich bei der Person entschuldige. Tja. Aber er kann nicht in den Spiegel schauen, wenn er mit jemandem zusammenarbeitet, der jemanden interviewt, den er nicht interviewen würde. Aber solche Tweets raushauen und sich dann nicht entschuldigen, das ist moralisch okay für ihn. Also er hat sehr interessante moralische Maßstäbe, muss man sagen, ja. Also ist da auch gar kein Klärungsbedarf.
Und das ist für mich aber auch in Ordnung. Und wenn jetzt, ab jetzt jede Woche auf diesem Portal eine Sendung läuft, in der jede Huxler-Folge kritisiert wird, dann kann ich damit auch leben. So ist das Geschäft. Ich stehe in der Öffentlichkeit in einem gewissen Teil und muss mit Kritik umgehen. Jeden Tag. Das trifft mich auch nicht, das tut mir auch nicht weh, weil das zum Geschäft dazugehört. Da schüttelt man ab und sagt, so ist das Leben. Dann macht man weiter. Dafür heult er aber jetzt ganz schön herum. Ich wollte gerade sagen, er kommt mir doch recht unhörtig an. Ja, ja. Ne? Also ja. Da glaube ich, habe ich ein dickeres Fell als er. Mal abgesehen von meinem Dayjob, ich kriege jetzt wieder nichts zu essen wegen dieser blöden Nummer hier. Ihr beide wart im Grunde genommen ja gestern Nacht Abend live dabei, was läuft. Also. Ja, offensichtlich. Der Essensduft zieht schon durch die Wohnung. Ja. Nachts um 23.30 Uhr in einem redaktionellen Chat bei den Wild Mikes Sendeformate gepitcht werden, überlegt werden, wie kann man den Sender weiterbringen. Ja? Und da bin ich gedanklich. Das ist der Punkt. Ich bin jetzt nicht hier und scanne irgendwelche Social-Media-Kanäle, sondern ich habe meinen Beruf, der anstrengend genug ist, und habe dann eben dieses Konstrukt Huxilla auf allen Ebenen mit allem, was dranhängt, was weitergeht. Und wir haben die Wild Mikes, wo wir Dinge schaffen wollen, wo wir alle immer ständig mit Tommy, Sophia, ihr seid dabei, natürlich, ich habe das gestern miterlebt, ihr könnt ja negieren, wenn ich Blödsinn erzähle, dass dann auch nachts um 11, wenn die Idee kommt, man sagt, hier, ich habe wieder eine geile Idee, was haltet ihr denn davon? Ja, und um das mal zu sagen, die Idee... Ich habe noch nichts dazu geschrieben, ich fand sie gut. Ja, aber sie wird wahrscheinlich so nicht realisiert werden, weil es andere Gründe gibt. Aber auch das ist ja in Ordnung. Wenn man sagt, das ist jetzt schwierig, das können wir so nicht umsetzen, dann sage ich ja nicht, ja, dann schmeiße ich euch jetzt aber eine Bombe aufs Haus in Irland. Sondern ist das so. Ich bin da immer einfach. Ich habe immer die Meinung, einfach erstmal machen und gucken, was passiert. Ne? Ich will dir auch was dazu sagen. Du hast es zwar nett gesagt, die Senderchefs, und dann sitze ich hier. Das war aber gar nicht so der Hintergrund. Ich finde gar nicht, dass ich, auch wenn jetzt jemand im Chat schreibt, der Klärungsbedarf wird wohl gefordert, weil ihr so tut, als wäre Massengeschmack eine Nazi-Plattform. Ich möchte bitte ganz kurz sagen, diese Aussage habe ich nie getroffen. Das stimmt. Das wird mir jetzt eher sogar in die Schuhe geschoben, würde ich sagen. Ich diskutiere nicht über Dinge, die ich weder gesagt noch behauptet noch gefordert habe. Und das ist solche Sachen das würde ich gar ich, nicht ich, vorlesen. Das habe ich auch nicht, sondern das, was ich gefordert habe oder das, was ich habe gar nichts gefordert. Ich möchte zwei Dinge kurz sagen. Ich glaube, also auch wenn das für dich sich jetzt so anfühlt, ich habe dich gar nicht angefragt, weil ich denke hier, du musst mal eben was klären. Wenn es nach mir geht und mir schreiben 5 Leute eine Nachricht, ihr arbeitet mit Huxilla zusammen, die war noch da, wie sieht das denn aus? Würde ich sagen, fragt die Huxillas, die geben euch dann eine Antwort, Sache erledigt für mich. Also das ist mein Bauchi dazu erstmal. Ne? Da würde ich gar kein Fass aufmachen. Ich wollte einfach in der Tat deine Meinung so ein bisschen, weil ich dazu eben eine Meinung präsentiert habe, die ich eben gesagt habe, Beginn unseres Gesprächs, dass ich gesagt habe, ich persönlich würde mich davon ebenfalls distanzieren, weil ich einfach ein Gespräch mit Ken Jebsen nicht nachvollziehen kann. Das ist meine persönliche Meinung, da stehe ich auch zu, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dem würde ich keinerlei Reichweite verleihen. Und ich persönlich nach wie vor auch dazu stehe, dass ich sage, ich würde auch erstmal jedem, der da irgendwie was macht, dazu raten, sich davon zu distanzieren. Das ist meine Bauchi-Bauchi-Meinung. Er macht ja nichts. Lass mich noch einen Punkt gerade dazu sagen. Weil jetzt macht er das genaue Gegenteil, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Damit macht er ja so einen Typen stark, indem er ihn in seiner Bubble lässt und indem er ihn nur bei Leuten auftreten lässt, die ihm zustimmen. Ja, genau. Aber das Argument, das verstehen die irgendwie. Verstehen die nicht, nee. Auf Ken Jebsen gerne sagen. Ken Jebsen ist irgendwann auf die Plattform Steady, das ist eine Crowdfunding-Plattform mit Sitz in Berlin, eingestiegen, und da konnte man seine Inhalte finanzieren. Es gab dann relativ viele Beschwerden bei dieser Plattform in Berlin, die gesagt haben, wie könnt ihr das machen? Da gab es dann die Argumentation Pressefreiheit, Redefreiheit und so diese Dinge. Es war dann aber relativ schnell, und es wirkte erstmal so, als ob man dagegen nicht vorgehen wollen würde oder ob man das laufen lassen würde. Das hat dazu geführt, auch das kann man nachrecherchieren, wenn man das möchte, ist gar nicht schwierig, dazu geführt, dass wir die Plattform Steady komplett verlassen haben mit allen Unterstützern, weil wir gesagt haben, das machen wir nicht. Ich schränke ein,
Wir sind bei Patreon. Ken Jebsen ist auch bei Patreon. Der Unterschied hier ist, dass Steady auch in ihrem, auch das kann man sich durchlesen, in ihrem Credo auf ihrer Internetseite sich als deutsches Portal für Journalismus beschreibt, was nach deutschen journalistischen Kriterien und Werten und nach guter Sitte Inhalte sozusagen, das ist nicht die Originalformulierung, die müsste man jetzt bitte nachlesen, und unterstützt mit sich und eben nach deutschen journalistischen Kriterien arbeitet. Und diese Kriterien erfüllt meiner Ansicht nach, und das war ich ja nicht alleine, vieler Menschen Ansicht nach, das, was Ken Jebsen macht, nicht. Absolut. Patreon ist eine internationale Plattform, für die andere Dinge gelten. Insofern kann man jetzt sagen, ich gehe auch bei Patreon raus. Wir haben das auch überlegt. Aber ich muss an eine internationale Plattform dann tatsächlich einen anderen Maßstab anlegen als an eine deutsche Plattform, die sich das so draufschreibt. Und es war zu dem Zeitpunkt so, dass es so schien, als ob es da keine Lösung gäbe, muss jetzt natürlich auch ganz klar nochmal nachschieben, dass inzwischen dann Steady sich auch von Herrn Jebsen getrennt hat, dann relativ schnell hinterher. Ja, aber gut, das nur mal zu sagen, wo so Konsequenz war, Herrn Ken Jebsen ist und du merkst, was ich nicht gemacht habe. Ich habe nichts kommentiert, was ich noch nicht weiß oder gesehen haben werde. Insofern, das ist gar nicht die, das ist, aber es ist jetzt irgendwann so ein Punkt erreicht, weil ich weiß, dass Leute das sehr genau beobachten, was im Netz passiert und die Mails und Dinge, die ich bekomme, die lese ich ja nicht vor, die mache ich nicht öffentlich. Und ich weiß, dass wir ab Anfang Juni eine sehr, sehr, sehr große Anzahl von Mails und Anfragen bekommen hätten zu einem Thema. Und dem habe ich jetzt begegnet, indem ich gar nicht viel sagen muss, sondern sage, wir haben zusammengearbeitet, jetzt arbeiten wir nicht mehr zusammen. Dinge, die da passieren, finde ich nicht mehr gut. Davon. Er schreibt gerade jemand, Holger ist der größte Jebsen-Kritiker. Er gibt ihm keine Plattform, sondern befragt ihn kritisch. So, ja, genau. Also du siehst auch, das ist ja der Punkt. Du siehst, es gibt auch Zuschauer dort, die sich durchaus informiert haben. Ja, es hat sich natürlich im Forum, wurde es natürlich irgendwann verlinkt, dass er live on air ist. Deswegen sind natürlich mittlerweile auch Leute aus unserer Community jetzt da im Chat mit drin. Ne? Vielen Dank, dass ihr dabei wart und noch dazu was geschrieben habt. Finanzieren wir uns. Und das ist im Grunde genommen der Kern der ganzen Angelegenheit. So einfach wie simpel. Und wir reden jetzt viel mehr darüber. Wir machen hier den Streisand-Effekt. Also im Grunde genommen passiert ja hier gerade eine halbe Stunde Werbung schon wieder, die wir kostenfrei machen. Die Pressemitteilung war im Chat, vielleicht kriegen wir das nochmal hin, dann können sich die Leute auch gerne darauf berufen und das durchlesen. Ich kenne Massengeschmack nur vom Namen, ich konsumiere das nicht, ich kenne nicht, was da läuft, daher kann ich persönlich dazu überhaupt nichts sagen, was Massengeschmack betrifft. Ich habe gestern auch... Damit finde ich, ist er, kommt er auch am besten dabei weg, indem er sich dann auch nicht weit aus dem Fenster lehnt. Ich meine, der andere distanziert sich ja von dir, der Rechte. Ja. Ohne dich zu kennen, wegen eines Interviews, das in der Zukunft ausgestrahlt wird. Da finde ich, ist er oben links der Vernünftigste, indem er sagt, ich kann dazu nichts sagen und deswegen halte ich mich hier zurück. Das finde ich total ehrenwert, dass er das so sieht. Und er ist der Einzige, der hier unbeschädigt aus diesem Video rausgeht, finde ich. Ja, es ist halt... Also es ist oftmals eine ganz grundsätzlich andere Haltung dazu, was ist seriöse Berichterstattung, was ist Journalismus. Gut, Alexander ist kein Journalist, der ist Diplompsychologe, okay, aber trotzdem, ich habe das auch in MG Direkt am Mittwochabend schon gesagt, in den 100 Folgen Huxilla TV hat es ja nicht einmal einen Gast gegeben, der eine andere Meinung als Alexa und Alexander gehabt hätte, sondern es wurden immer nur Gäste eingeladen, die das Weltbild dieser beiden bestätigt haben. Es gab nie eine kritische oder mal spannende Diskussion. Also ich habe das am Mittwoch schon gesagt, es gab zum Beispiel eine Sendung zum Thema Waldorfschulen, die ich wirklich ganz schlecht und journalistisch absolut unterstes Niveau fand, weil da einer eingeladen wurde, der so über Anthroposophie und so weiter da geredet hat und im Grunde den Waldorfschulen unterstellt, als wenn das heute immer noch Nazi-Schulen wären, was natürlich Unfug ist. Dass der Rudolf Steiner damals da vor 100 Jahren mal solche Gedanken hatte, das ist ja unbestritten, aber das den heutigen Waldorfschulen noch zu unterstellen, und da hätte... Ja. Der journalistischen Sauberkeit wegen auf jeden Fall jemand von der Waldorfschule eingeladen werden müssen. Ja. Ich habe das auch vorgeschlagen, deren Antwort war, von denen kommt doch sowieso keiner. Das war die Antwort. Ja. Oder zumindest eine Stellungnahme der Waldorfschulen, schriftliche eingeholt oder irgendwas, nichts. Und dergleichen Beispiele gab es eine ganze Reihe in ihren Sendungen.
das waren immer nur, also eine typische Körperbewegung der Huxillas ist das hier. Ne? Siehst du doch auch so, ne? Ja, genau, richtig. Das ist schön, dass du das bestätigst. So ging das immer bei denen. Die haben immer nur Leute eingeladen, die das bestätigt haben, was die beiden, wie ihr Weltbild ist. Und da frage ich mich wirklich, ist das denn sozusagen, soll dieses Bubble-Denken, dieses Langweilige, dieses nicht mal den Mut zu haben, Andersdenkende zu Wort kommen zu lassen, Diskussionen zu führen, auch andere Argumente mal zu hinterfragen. Wenn das überhaupt nicht passiert, ist das jetzt sozusagen, ist das der tolle Journalismus oder was? Ja, offensichtlich. Also das ist offensichtlich deren Verständnis, ja. Ja. Ich meine, wenn er das Verständnis hat, ja, bleibt ihm unbenommen so zu arbeiten. Aber dann mit dem Finger auf andere zu zeigen, die eben anders arbeiten, die eine andere Herangehensweise haben, das ist doch die Unverschämtheit. Ja, natürlich. Ja. Tatsächlich... Gestern war es Ken Jens. Ich kannte die Person gar nicht, wirklich. Also ich hatte noch nie Bezug und habe aber dann kurz 2 Minuten reingelesen und das hatte ich eingangs schon gesagt, dann musste ich ganz schnell los. Ja. Und da haben schon 2 Minuten irgendwie gereicht, mich da einzulesen. Aber das ist dann... Ach so, du hast dich 2 Minuten über jemanden informiert und das hat ja schon gereicht. Ja gut, wie gesagt, auch nochmal klar gesagt, ich bin ja nicht der Freund von Ken Jebsen, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ein großer Kritiker von ihm und wer kennt meine Arbeit kennt und das verfolgt, weiß das auch und kann das bestätigen. Wie gesagt, jetzt nochmal schön, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst. Alexander, hier... Immerhin hat er sich kein Urteil hier über dich erlaubt, weil er sagt, also deswegen, ich finde, okay, er hat sich dann 2 Minuten Ken Jebsen angeguckt, aber ich finde ihn noch am vernünftigsten von den dreien, auf jeden Fall. Ne? Also ja, er hat sich zumindest kein Urteil über Dinge angemaßt, die er nicht beurteilen kann. Ja. Ne? Ich jetzt hier gerade so in den Chat reingucke und mir geht da schon wieder die Galle auf. Um es mal ganz deutlich zu sagen, Holger Kreimeier kann mit seinem Portal machen, was er möchte. Tue ich auch. Das ist so, ja, ich darf in einem freien Land wie der Bundesrepublik Deutschland aber sagen, dass ich mich davon distanziere und dass ich das nicht gut finde. Und wenn man mich jetzt auf einen anderen Sender ansprechen würde oder auf einen Twitch-Streamer, dann würde ich mich dazu auch äußern. Wie gesagt, mit denen habe ich aber nie in einem Geschäftsverhältnis verstanden. Du hast dich nicht nur distanziert, sondern du hast Unterstellungen getwittert, die Rufmord-ähnlich sind. Das sind nicht Inhalte von mir. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Und wenn ich jetzt gerade lese, was mit Adam Wolke ist, ob der bei euch noch stattfinden darf, wir sind hier keine Gesinnungs- oder Meinungspolizei. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich irgendein Verbot ausgesprochen habe und ich habe jetzt die Sendung von euch natürlich nicht verfolgt, weil ich gearbeitet habe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr irgendwelche Gesinnungsverbote, also allein diese Frage, so eine Frage zu stellen, sagt mehr über den fragenden Menschen aus, als über uns drei hier als handelnde Personen. Man muss sich mal fragen. Genau diesen Satz hätte er doch denen sagen können, die von ihm gefordert haben, dass er sich vom Massengeschmack distanziert. Ja, ja, genau. Okay, die Frage hatte denen nicht gestellt, komisch. Ja, ja, ne? Ja. Wie man überhaupt auf die Idee kommt, solche Fragen zu stellen. Wir sind hier nicht in einer Cancel Culture oder in solchen Dingen. Wir sind aber in einem Land, in dem ich meine Meinung äußern darf. Und dann kann, das ist ja, so ist aber es mir zumindest auch zugetragen worden, ich bin da nicht, also ich habe das nicht gesehen, ist ja auch sehr ausführlich darauf geantwortet worden, wie mir berichtet wurde, armselig, erbärmlich, niveaulos, also all solche Dinge, das würde ich jetzt nicht behaupten, sondern das liegt immer in der Hand dessen, was er erzählt. Ich kann das auch nicht verifizieren, das sind Adjektive, die mir genannt worden sind, die auf uns gemünzt worden sind. Das mag man doch alles so machen, das ist doch alles gut. Auch das ist so, ich bin auch jemand, ich würde, glaube ich, nie eine Beleidigungsanzeige machen, das ist mir alles zu dumm, weil mir das Zeit kostet, nochmal, weil ich einfach andere Dinge zu tun habe. Mir sind andere Dinge einfach viel, viel wichtiger. Mir war es jetzt nur wichtig, und ich kann das jetzt nochmal sagen, uns als Huxilla sind 2 Menschen, von denen einer mehr in der Öffentlichkeit steht und mehr spricht, aber jede Entscheidung, jeder Satz, jedes Komma in dieser Pressemitteilung wird von Huxilla abgestimmt. Deswegen heißt sowas auch Pressemitteilung. Deswegen nennen wir das so, weil das eine offizielle Mitteilung ist. Und das ist nicht ein Mensch, der da schreibt, sondern das ist ein Portal, das ist eine Marke, die eine Pressemitteilung herausgibt. Und da steht alles das drin, was man wissen muss. Und da steht nichts von Verboten, da steht nichts von Boykottieren drin, da steht nichts von irgendwelchen Aufrufen drin, es steht drin, was wir zu sagen haben.
Das ist ganz, ganz, ganz einfach. Jetzt spielt er selber den Sachlichen, der er gar nicht ist. Ja, ne? Also ja, eben. Wie gesagt, sie unterschlagen den entscheidenden Auslöser, nämlich diesen Tweet. Ja. Der wird hier überhaupt nicht genannt und er wird auch überhaupt nicht zitiert. Und wer jetzt nicht Details kennt, der versteht das natürlich nicht. Ja. Die Pressemitteilung war jetzt auch nochmal im Chat. Also wenn ihr da noch was nachlesen wollt, lest die Pressemitteilung. Und damit sollte dann auch irgendwann mal gut sein, denke ich, oder? Also auch für dich, dass du dich, wie du schon eben mehrfach gesagt hast, auf Dinge konzentrieren kannst und möchtest, die dir auch wichtig gerade im Moment auch sind und du deine Zeit da investierst. Ja, ich meine, wir arbeiten an einem neuen Format, wenn wir über positive Dinge reden wollen. Wenn wir den Fokus wieder ein bisschen mehr auf mich jetzt mal richten. Ja, bitte. Ihr kennt das ja, nicht? Also mit heiter bis noppig, das geht sich jetzt ja ziemlich schnell an. Letztes Mal hieß das noch, glaube ich, anders, als ich bei euch war. Ja. Und ich denke mal, dass wir da binnen 2 Monaten wahrscheinlich einen Piloten auch haben werden. Dann auch soweit, dass hier nochmal Technik soweit aufgerüstet ist. Und das sind Dinge, die ich spannend finde. Das ist doch alles. Und wenn dann jetzt schon gesagt wird, guckt euch den Scheiß nicht an, weil der ist ein Vollidiot, der Waschkau, ja gut, dann lasst es auch bleiben. Und alle anderen sind herzlich eingeladen, ein innovatives, komplett neues Format über Menschen und Körper. Das sind Dinge. Sympathisches Wesen. Die eine Katze, ja. Ich weiß, dass die Katzen haben, ja. Das ist neben der Kommissar noch die zweite Ebene, dass ich auch Katzen gerne mache. Genau. Die mir wichtig sind. Wir haben heute, solche Dinge sind mir wichtig. Wir haben heute Post bekommen von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Das neue Buch. Oh Gott. Ja gut, da bin ich jetzt auch raus. Kenne ich nicht, die Leute. Ja, das war es dann wohl auch, glaube ich, auch, ne? Ja, mehr oder weniger. Ja. Also, was ist denn jetzt das Fazit? Er hat entscheidende Fakten unterschlagen und tut jetzt so, als wenn er ganz völlig unschuldig und ohne eigenes Zutun Widerspruch von Zuschauern unseres Portals bekommen hat. Das war kein Shitstorm. Niemand hat ihn auf Twitter oder an irgendwelchen sozialen Medien massenhaft angegangen, sondern innerhalb unseres Portals im Forum, in einem Thread ging es ziemlich hoch her. Das ist richtig. Das ist für mich kein Shitstorm. Wenn er meint, dass andauernd... Das ist einfach nur Gegenwind, mit dem er rechnen muss, wenn er so einen Tweet raushaut. Ja, dann soll er es nicht lesen, wenn er das nicht ertragen kann. Ja. Gut, ist ja auch in Ordnung. Wäre vielleicht sogar besser gewesen, anstatt dann sich da kurzzeitig anzumelden und einen Satz rauszuhauen, ohne ins Detail denn, zu gehen und sich zu äußern. Ne? Ja. Ja, das ist das, was wir dazu sagen konnten. Also noch einmal, bei uns bekommt weder ein Antisemit noch ein Verschwörungsideologe eine Bühne, wenn es sich um umstrittene Leute handelt. Und ja, die hat es bei uns auch schon gegeben, dann führe ich mit denen kritische Interviews. Das ist meine persönliche Haltung. Und das ist mein Verständnis von Journalismus. Ja, das ist, glaube ich, auch der Unterschied, den der Herr oben rechts hier eben nicht sehen will. Den Unterschied zwischen Bühne geben und ein kritisches Interview führen. So ist es, genau. Ja. Und insofern, ist das, was wir dazu zu sagen haben. Ja. Also vielen Dank, dass du dabei warst und dich dazu auch geäußert hast. Natürlich gilt auch hier das, was Alexander eben gesagt hat, für euch, bildet euch eure eigene Meinung. Wenn wir scheiße sind, wenn ich scheiße bin, wenn ich sozusagen Verschwörungstheoretikern eine Bühne biete oder Antisemiten eine Bühne biete, dann könnt ihr das von mir aus, wenn ihr es behauptet, denn mir bitte aber auch belegen und mir an konkreten Beispielen sagen, wo ich das getan hätte, dann setze ich mich gern damit auseinander. Ja, aber bitte nicht ich distanziere mich von Teilen des Programms, aber das ganz klar. Von weiten Teilen. Weiten Teilen, ja. Hat er ja noch gesagt. Also, er distanziert sich auch von Pasch-TV. Ne? Ja. Brettspiele spielen, das geht gar nicht. Das ist ganz politisch. Das Studio ist auch scheiße. Da hat er auch mal mitgespielt. Hat er auch. Das war übrigens das einzige Mal, dass ich die Huxillas kennengelernt habe. Ich bin ihnen ja sonst nie begegnet. Ich war ja damals nicht oft im Studio. Ach so, okay. Ich bin ihnen noch nur in der Einfolge der Prank begegnet. Das Studio, der Prank. Ah ja, alles klar. Interessant. Ja, ja. Ja, ja, genau. Da haben die damals einen netten Eindruck auf mich gemacht, aber es ist lange her. Tja. Jo. Also, ich finde es wichtig, miteinander zu reden, anstatt übereinander. Schade, und wenn, die Entwicklung ist wirklich bedauerlich, das muss man sagen. Ja,
es ist ja auch vorhin schon Tommy Krapfeis erwähnt worden, der bei uns ja auch mal was gemacht hat, in unserem Portal. Und den ich damals bei RTL Samstagnacht übrigens sehr geschätzt habe. Die kleine politische Ecke immer. Ja, und der offensichtlich auch mittlerweile ein Problem mit uns hat. Ja, dann frage ich mich, wenn Tommy Krapfeis und Alexander dieses Wild Mikes machen, so einen regelmäßigen Podcast, warum haben sie mich nicht einfach mal eingeladen und gesagt, Holger, wir würden gern mit dir über deinen Sender das diskutieren. Das wäre die saubere Lösung. Wir finden falsch, was du da machst. Wir möchten gern mit dir darüber diskutieren. Dann hätte ich das natürlich sofort gemacht. Ich mache es auch übrigens weiterhin. Das ist auch gern ein Angebot an dieser Stelle. Ich glaube, dass das die bessere Lösung wäre, anstatt hier immer wieder übereinander herzufallen. Weil ich glaube, dass ich auch von meiner Seite gute Argumente habe dafür, dass ich es so mache. Also liebe Twitch-Leute, warum ladet ihr Holger nicht ein? Ja. Genau. Ich glaube, der Herr oben links wäre noch der am gesprächsbereitesten. Also dem traue ich auch am ehesten zu, dass er so open-minded ist, dass er sagt, er würde das machen. Er wirkt zumindest so. Ja. Okay, klar. Ja. Gut, dann war es das für uns. Vielen Dank. Ja. Alles Gute. Ja. Bis bald mal wieder. Schönen Abend. Tschüss. Danke, Olli. Tschüss.